Lust. Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich extrem. Es ist für mich eine große Ehre, Manuel Bauer zum zweiten Mal begrüßen zu dürfen. Manuel, vielen lieben Dank und ich sage jetzt schon, Leute, ich kann nicht alle eure Fragen beantworten. Das waren knapp 150 Stück. Da müssen wir wohl nochmal eine zweite Folge machen. Aber erstmal herzlichen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, Manuel, mit mir ein bisschen zu quatschen. Ja, hi zusammen. Sehr, sehr gerne und ich freue mich auch drauf. War jetzt doch eine Zeit lang schon her, ewig schon her. Wir haben es ja ein paar Mal geplant, aber jetzt hat es zum Glück geklappt und ich hoffe nicht das letzte Mal. Auf gar keinen Fall, denn Tobi Hahn hat mich gestern angeschrieben und meinte, geil, ich freue mich drauf, mit Manuel kann man nie genug Podcasts machen. Und hat er recht. Das ist schön zu hören, freut mich. Als allererstes möchte ich gerne mal wissen, wie es dir geht, vor allem im Hinblick darauf, dass du ja in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit, vor ein paar Monaten wirklich mit der lieben C-Erkrankung ordentlich zu tun hattest. Ja, es ist jetzt schon einige Zeit her, aber das hat mich schon ganz schön lange beschäftigt. Natürlich, wenn du das dann merkst, dann machst du dich im Kopf auch noch verrückter, sage ich mal. Ich habe viel probiert dann auch. Und bin dann aber wirklich, ich denke so, ja, nach circa 4 Monaten habe ich gemerkt, jetzt werde ich wieder richtig fit. Habe jetzt da null Probleme mehr, habe aber wirklich das volle Spektrum gleich mal abchecken lassen, ne? Also vor allem diese ganze Herzgeschichten, Blutgerinnungssachen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, egal ob jetzt bei Covid oder auch Impfung, das ist ja immer wieder das Thema, was die Impfung machen kann und so weiter. Und habe dann eigentlich einen großen Erfolg gehabt mit einer großen Ozontherapie, muss ich sagen. Das Aha. hat mir sehr viel gebracht. Machen nicht so viele Ärzte, aber das hat mir schon viel gebracht. Magst du mal ganz kurz beschreiben, was genau das ist? Höre ich gerade zum ersten Mal, muss ich sagen. Also es gibt verschiedene Art von Ozontherapien. Die große Ozontherapie ist im Prinzip, man muss sich das vorstellen, also es ist ein spezielles Gerät, das ein Arzt braucht. Das ist übertrieben gesagt ein bisschen fast wie bei einer Dialyse. Also dir läuft Blut raus, das wird mit Ozon angereichert. Ozon ist ja erstmal, denkt man ja, nicht gesund für den Körper, ne? Und in der Tat, dieses Ozon tötet halt im Körper alle möglichen Viren, Bakterien, Keime ab. Das ist mal das eine. Das ist unbestritten bei Ozon, dass es das macht. Also wird quasi mit Ozon angereichert und wird dann in so ein Spezialverfahren, wird das rücktransportiert einfach in den Körper. Ne? Wird angereichert noch mit Heparin wegen der Fließfähigkeit vom Blut. Und das Weitere, was das Ozon macht, das aktiviert unwahrscheinlich das Immunsystem und die Stammzellenaktivität vom Körper. Ja, also das ist eigentlich so der Hauptvorteil von einer Ozontherapie, von einer großen Ozontherapie. Der Arzt, der das bei mir macht, hat gleich die doppelte Menge gemacht. Ozon kann man aber auch nicht unendlich machen, weil wenn das zu viel wäre, also dann würde man einfach sterben. Ne? Also das muss schon, da muss sich auch jemand auskennen damit, deswegen das machen nicht so viele. Wie immer wird das natürlich von der Schulmedizin ist das nicht anerkannt, also das ist eine Selbstzahlerleistung, aber wir haben uns ja im Vorfeld schon kurz unterhalten, Ja. wenn es um die Gesundheit geht und in meinem Fall, ich bin ja dann auch irgendwann, wirst du ja verrückt, weil du denkst, hoffentlich ist das kein Dauerzustand, dass du ständig so eine Art Fatigue-Syndrom schon hast, dass du nicht mehr auf die Beine kommst, dauermüde bist, schlapp bist, keinen Antrieb mehr hast und aber da muss ich sagen, schon nach einigen Sitzungen, also insgesamt 10 macht man da in der Regel, zweimal in der Woche. Und ich muss echt sagen, danach, also das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ja. Seitdem bin ich eigentlich auch wieder, fühle ich mich topfit und habe dann auch nochmal Untersuchungen gemacht, also alles bestens. Du hast ja gesagt, du hast vorher auch schon ein paar Werte abnehmen lassen, um zu gucken, was da vielleicht schieflaufen könnte. War da irgendwas in der Schieflage nach der Nö. Erkrankung? Das war zum Glück alles okay, weil das, also ich habe da wirklich zum Glück einen guten Arzt, der ist gleichzeitig auch Kardiologe, der ist auch hochmodern ausgerüstet. Wir haben wirklich alle Sachen getestet, die Gefäßgesundheit zum Beispiel hat ein spezielles Messverfahren, dann so Blutwerte wie Dimere zum Beispiel, das ist ganz wichtig. Wenn Leute zum Beispiel Covid haben, ne, oder an Corona erkrankt sind, das kann ich nur jedem empfehlen, dass man das erstmal alles abklären soll. Also, weil das ist einfach die Gefahr. Da könnte man jetzt natürlich stundenlang reden über Covid und sonst was und Impfungen, da gibt es die Impfgegner. Also, Fakt ist ja,
Ich habe selbst im Bekanntenkreis jemanden Long-Covid und das ist jetzt 2 Jahre her und die Dame bekommt inzwischen Erwerbsunfähigkeitsrente, also die kommt nicht mehr auf die Beine, und haben alles probiert. Und gleichzeitig wissen wir auch, im Leistungssport gibt es Athleten, die sind nach einer Covid-Erkrankung nie mehr auf die volle Leistungsfähigkeit gekommen. Ne? Das heißt, eingeschränkte Lungenkapazität und so weiter. Also da gibt es ja vielerlei Sachen. Deswegen ganz wichtig auch für die Leute da draußen, wenn die zum Beispiel jetzt an Corona erkrankt sind, bevor die wieder Sport anfangen, wirklich alles abchecken, würde ich unbedingt machen und lieber eine Woche länger Pause machen. Also ich weiß, teilweise bei Bayern München oder so, die bekommen auch die volle ärztliche Untersuchung und die haben teilweise nach einer Covid-Erkrankung, machen die nochmal 3, 4 Wochen Sportpause. Ne? Also da lieber eine Woche länger als zu früh einsteigen, weil sowas kann halt auch gefährlich werden. Jetzt ist es ja in der Bodybuilding-Szene gerade so ein bisschen Usus, dass man nach so einer Erkrankung einfach Blend-Natokinase einschmeißt und dann hofft, dass es schon passt. Was hältst du von dem Vorgehen? Das Natokinase wird eigentlich benutzt, da gibt es schon ein paar Studien. Das ist eigentlich mal so, dass das Spike-Proteine im Prinzip auch beseitigen kann. Deswegen ist das auch mal so, ja, publiziert worden, dass man das nehmen kann, um eventuell die Impfung quasi, um das auszuleiten, in Anführungszeichen, wobei das Ausleiten insofern, das gibt es ja eigentlich nicht. Aber dafür wird Natokinase gerne verwendet oder gibt es ein paar Studien, aber wie außer, also ich nehme Natokinase auch, aber jetzt nicht nur aus dem Grund. Aber inwieweit das da was bringt, das ja, steht natürlich auf einem anderen Papier. Ich würde mir da immer wirklich mehr Gedanken machen, weil da gibt es ja schon Hinweise drauf, egal ob es jetzt Covid ist oder auch Impfung selbst, was die Gefäßgeschichten angeht, ne? Eventuell die so Mikroglots, sagt man ja auch, oder Mikroembolien, die eventuell entstehen können. Deswegen hat mein Arzt da gleich diese ganzen Werte, also es war eine ewige Liste, hat er gleich alles mal abgecheckt und hat aber gleich gesagt, also das sieht alles super aus. Also, das ist eigentlich immer das, was man erstmal abchecken sollte. Weil das ist exakt das, was halt gefährlich werden kann. Ja, manchmal entstehen Fatigue-Geschichten, also dass man sich ständig schlapp, müde und so weiter fühlt. Das kann halt einfach sehr, sehr lange dauern. Und da haben die aber bis heute noch kein probates oder sicheres Mittel dagegen gefunden, weil man nicht genau weiß, woher kommt das. Kommt das eventuell von einer Störung der Mitochondrien, dass der Körper einfach geschwächt ist? Kommt das eventuell vom Gehirn, dass da manche Neurotransmitter in die Knie gehen? Also da ist man viel am Rumforschen, aber so und den richtigen Weg ist man da scheinbar noch nicht gekommen. Aber schön zu hören, dass es dir gut geht und dass du wieder voll im Saft bist. Und ich habe gesehen, dass bei dir sogar eine alte Liebe wieder aufgeflammt ist. Zumindest sieht man dich jetzt ab und zu auf dem Tennisplatz. Ja, das ist sozusagen wirklich eine alte Liebe. Ich habe früher lange und auch ganz gut gespielt. Ja, jetzt habe ich mal wieder angefangen. Das macht schon Spaß, aber muss man natürlich langsam anfangen. Ich hoffe, meine Schulter hält es aus. Meine beiden Schultern sind leider beide, also wirklich in einem bösen Zustand, aber bisher geht das. Ich übertreibe es aber jetzt auch nicht. Ne? Also, es macht Spaß, es macht was anderes. Ich möchte es schon noch steigern, aber mal gucken. Irgendwie muss halt so den Mittelweg finden, weil ja, damals habe ich halt, denke mal, 25, 30 Kilo weniger gewogen, war 25 Jahre jünger. Also da ist man natürlich auch ganz anders beweglich und so weiter. Aber ich denke, ich komme schon wieder, also ich merke jetzt von Mal zu Mal, ich komme besser rein und es macht auf jeden Fall Spaß. Das ist ja das Wichtigste. Ich Das wäre meine, jetzt ich meine werde. nächste Frage gewesen, ob du jetzt Ja. irgendwie sowas wie Ausdauer, Schnelligkeits-, Beweglichkeitstraining in dein Training mit einbaust oder ob du es bei ein, zweimal Tennis die Woche belässt. Also wie sieht dein Training gerade aus? Also ich mache jetzt in der Tat aktuell, mache ich viel, viel mehr. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich alles andere als ein Vorbild. Ich war in meiner ganzen Karriere, was gerade so Mobility und so Geschichten angeht, ein extrem fauler Hund. Wirklich, weil klar, ich hatte bis 35 nie Probleme und du kennst das ja, Ja. hast nie Probleme, machst auch nichts. Ne? Hast mal Probleme gehabt, hast ein bisschen was gemacht, wurde es besser, hat man es wieder aufgehört. Aber jetzt merke ich halt schon so gewisse Sachen, Schultern, also ich habe halt in beiden Schultern starke Rheumaarthrose, also Arthrose einfach, teilweise mit Osteophytenbildung, also das ist so ein künstlicher, ja, Gelenk, kann man schon sagen, was der Körper dann bildet als Schutz. Aber ein Teil ist mit Sicherheit auch
die eingeschränkte Mobilität, gerade bei der Schulter weiß man das ja, ne? Verkürzungen und so weiter. Also da mache ich jetzt deutlich mehr und aktuell mache ich auch vom Training her, gestalte ich mein Training mit noch kürzeren Pausen und mache auch einen anderen höheren Wiederholungsbereich. Ausdauertraining muss ich sagen, das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Also das ist jetzt nichts, was ich die Jahre vorher vernachlässigt hätte. Und ich mache allgemein ein bisschen weniger Krafttraining, weil irgendwann merkst du halt auch von der Erholung. Also das muss ich mir jetzt auch eingestehen. Ich habe ja bis vor einem Jahr teilweise noch 6 Mal in der Woche trainiert, aber ich merke, ich erhole das einfach nicht mehr. Ich meine, ich bin jetzt 47. Das muss man irgendwann anerkennen. Man muss einfach anerkennen, dass man im Alter in Anführungszeichen anders trainieren muss. Das ist einfach so. Also das ist mein Training, das ist auch immer ein spannendes Thema. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ob jemand Training erst angefangen hat mit 35 oder 40, oder wie in meinem Fall, der mit 16 das Training angefangen hat. Und ich habe wirklich ein Leben lang immer versucht, sehr schwer zu trainieren. Aber das kannst du irgendwann nicht mehr. Da muss man einfach umdenken. Also da kann ich nicht sagen, ich probiere jetzt da noch in einen 6er oder 8er Wiederholungsbereich zu trainieren und schaue, wie meine Kraftwerte sind, weil die sind sowieso nicht mehr wie früher und an dem darf man sich auch nicht mehr aufhängen. Also da muss man einfach umdenken. Das heißt, wir müssen mal mit so ein paar Zahlen belegen, wie oft gehst du in der Woche noch ins Fitnessstudio und wie viele Sätze und wie viele Wiederholungen machst du so pro? Also ich mache eigentlich Krafttraining meistens 4 Mal in der Woche. Ne? Und Wiederholungsbereich, also ich lege mich gar nicht fest, aber also unter 10 mache ich sowieso nichts mehr. Trainiere oft auf 15, manchmal 20 Wiederholungen und mache halt auch kurze Pausen zwischen den Sätzen. Ne? Klar ist jetzt der Unterschied, ob du jetzt eine Beugeübung oder so machst, da brauchst du ein bisschen länger Pause, das ist logischer, als wenn ich jetzt einen Beinstrecker mache. Aber ich versuche schon, die Pausen relativ kurz zu halten, weil mir persönlich auch wichtig ist im Training, weil ich halt schon diverse Verletzungen hatte, wenn ich aus dem Training rausgehe, ich will auch ein gutes Muskelgefühl haben. Ja, also ich will diesen Pump im Muskel spüren und das war manchmal auch nicht mehr so gegeben, aufgrund die diverser Verletzungen oder weil einfach die Ansteuerung nicht mehr so gut ist. Und das ist mir jetzt persönlich viel wichtiger, als zu sagen, ich habe heute das oder das Gewicht hochgehoben, weil das würde mich sowieso nur noch deprimieren, wenn ich nach dem gehen würde, weil das im Vergleich zu früher lächerlich ist. Also, aber okay. Wie gesagt, ich bin damit zufrieden, ich fühle mich wohl. Aber so Sachen wie Knie, Schulter, das muss auf jeden Fall wieder besser werden, das merke ich jetzt. Okay, Knie weiß ich, da muss jetzt wieder Hyaluronsäure rein, das merke ich wirklich so. Das geht immer so ungefähr ein Jahr und dann merke ich, wenn ich zu lange warte, dann wird das schlechter wieder. Ja. Also, das merke ich definitiv. Jetzt gibt es ja gerade im Prinzip so eine neue Trainingstrends, die jetzt hier aufkommen, mit wirklich extrem niedrigen Volumen, sehr, sehr hoher Intensität, sehr niedrigen Wiederholungsbereichen. Ich glaube, da sind gerade so Protagonisten wie Fabian Huber und auch Dominik Woiwat und Jim Dunn, so Vorreiter, die halt sagen, wenig Volumen, fast eher Richtung schon Unterkörper-Oberkörper-Split oder Push-Pull-Split im Ganzkörperformat. Wenig Sätze, wenige Wiederholungen, sehr intensiv. Und du warst ja schon immer eher so der Volumenverfechter, beziehungsweise jetzt auch gerade dem Alter geschuldet, kannst du gar nicht mehr so schwer trainieren. Ich hatte letztens mal bei dir in der Story auch einen Post dazu gesehen, aber ich würde es gerne nochmal hier hören. Wie siehst du diese ganze Trainingsphilosophie-Debatte? Ich finde die Trainingsphilosophie-Debatte mal einfach ausgedrückt komplett übersteuert, überbewertet. Also Fakt ist erstmal, das beste Training gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Das kann ich ganz einfach erklären. Wenn es das beste Trainingssystem geben würde, was wirklich absolut unumstritten wäre, dann würden nicht zig Top-Athleten unterschiedlich trainieren. Dann würden mehr oder weniger alle das Gleiche machen. Ist aber nicht so. So, das ist mal der Punkt 1. Da kannst du 30 Jahre zurückgehen, da haben unterschiedliche Top-Athleten schon unterschiedlich trainiert. Und da kann man auch nicht immer mit der Schiene daherkommen, ja, an genäht. Letztendlich ist im Bodybuilding sowieso oder in jedem Sport so, ohne Genetik kannst du irgendwann ohnehin machen, was du willst, wie du trainierst, das ist völlig egal, du wirst niemals super werden. Also die Genetik, jeder, der schon mal auf der Bühne gestanden hat, ein guter Athlet, der hat ja sowieso irgendeine Genetik.
Und dann zeigt sich halt, wie gut ist die Genetik oder die Arbeitsweise, wie jemand arbeitet, wie weit kommt er. Aber Genetik steht ganz weit oben. Und das Problem ist heutzutage, also es ist ja schön, wenn sich Leute mit Trainingstheorien befassen, beschäftigen. Für Anfänger sehe ich das teilweise schlecht, weil die wissen gar nicht mehr, was die machen sollen, weil die natürlich von jeder Seite was anderes hören. Und ja, also wie gesagt, es gibt diese, es hat schon immer Volumentrainierer gegeben, Leute mit weniger Volumen. Was ich mich immer nur frage, woher kommt das? Oder wenn man immer daherkommt, man hat irgendwelche Studien oder Wissenschaften, das sage ich ganz klar, mit wem bitte wurden diese Studien oder Wissenschaften gemacht? Ich habe auch schon diverse Studien, Wissenschaften durchgelesen. Das sind doch keine Bodybuilder. Das sind irgendwelche Leute, die trainieren. Das ist für mich kein Argument. Ja, und das andere, wie gesagt, das hat ja bei vielen Leuten auch schon funktioniert. Ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, am Ende des Tages, und das ist ein Punkt, wo das bei vielen jungen Leuten scheitert, das ist generell die Intensität erstmal. Das heißt ja nicht, wenn jemand Volumen trainiert, dass er deswegen nur rumeiert, ne? Aber ich kann natürlich nicht jeden Satz auf gut Deutsch bis zum Verrecken machen, weil dann kann ich kein Volumen trainieren. Aber was die jungen Leute einfach lernen müssen, ist Intensität. Ich sehe das ja selbst bei mir im Studio. Da kannst du irgendwie sagen, was du willst. Und ich sage dir, ein Punkt ist, und das kannst du auf alle Sportarten übertragen, das ist teilweise ein Generationsproblem von jungen Leuten, weil die diese Leidensfähigkeit, sich für was aufzuopfern, gar nicht mehr kennen. Und das siehst du auch im Training. Und dann können die irgendwann sowieso trainieren, was die wollen. Wenn die Intensität und die Einstellung dazu nicht passt, dann kannst du jedes Trainingssystem vergessen im Prinzip, ne? Also man muss richtig trainieren, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, also schwer und falsch zu propagieren, das ist genauso ein Unsinn, ein absoluter Unsinn. Man muss richtig trainieren erstmal, technisch und eine Intensität erzeugen. Aber das Problem, wenn man jetzt Leuten vermittelt, trainiere extrem wenig, extrem schwer, wie ich gerade gesagt habe, junge Leute können das nicht mal. Wenn du sagst, trainiere mal bis an die Grenzen oder bis zum Versagen, und wenn ich denen dann noch sage, du machst jetzt auch noch ganz wenig an Volumen oder Sätzen, dann machen die viel zu wenig. Das ist mein Argument einfach. Die sollen erst mal lernen, diese Intensität zu erzeugen und ein gewisses Volumen zu machen. Ich bin damit immer am besten gefahren, auch sei es Leute, die ich coache oder über die ganzen Jahrzehnte, wo ich dabei bin. Und das war halt für mich immer der beste Weg. Ich sage nicht, dass das Beste ist, weil, wie ich anfangs gesagt habe, das beste Trainingssystem gibt es meiner Meinung nach nicht. Das ist so. Ich glaube, du hast ein paar wichtige Dinge gesagt. Der erste wichtige Punkt ist, dass es in der Regel eigentlich Genetik ist, wie du darauf reagierst. Absolut. Na, also ich glaube, ein Rubiel, der könnte trainieren, wie er wollen würde, der wird trotzdem so aussehen, wie er aussieht. Genau. Ja. Na, und ich glaube, der zweite wichtige Punkt ist einfach, dass halt Intensität da sein muss und dass halt auch Regeneration mitkommen muss. Und da ist jetzt so meine Frage an dich. Wenn ich jetzt gelernt habe zu trainieren, ich weiß, wie ich richtig eine Muskulatur ansteuere, wie ich richtig trainiere, glaubst du nicht, dass dieser neue Ansatz dann in dem Sinne gut ist, dass ich mich halt auf wenige Sätze wirklich konzentrieren kann und da meine ganze Intensität reinlege und zum anderen auch sagen kann, die Regeneration kommt hinterher? Ja, das ist, ich sehe das, also ich sage, ich war schon immer so, man braucht, das haben wir ja früher schon immer auch so gemacht. Wir haben extrem schwer gemacht. Ich bin auch kein Freund davon, nur in einem bestimmten Wiederholungsbereich zu trainieren, weil Muskelaufbau kann über verschiedene Pfade stattfinden. Wir haben die klassische Hypertrophie, wie man sich das vorstellt, die Muskelfaserverdickung, wo ich schwere Gewichte bewege. Fakt ist auch, bei schweren Gewichten reagiert der Körper mit einer höheren Testosteronproduktion. Das ist mal ein Punkt. Es gibt aber genauso Studien, also wir haben A, dieses Muskelwachstum auch mit dem Sarkoplasma, also die Zellflüssigkeit. Das ist ja das, was unter anderem auch in einer Partitur oder beispielsweise ein Milosatek propagiert, was absolut auch wichtig ist, bin ich auch absolut überzeugt davon. Und was auch unumstritten ist, wenn ich kürzere Satzpausen mache, trainiere in einem nicht so tiefen Wiederholungsbereich, dann ist eindeutig auch bewiesen, dass dadurch eine höhere IGF-Wachstumshormonausschüttung stattfindet. So, also ich habe verschiedene Möglichkeiten,
Muskulatur aufzubauen. Das geht nicht nur über extrem schwere Gewichte und mit wenig Wiederholungen. Das ist nicht das klassische Bodybuilding-Training. Also die Leute müssen manchmal auch differenzieren zwischen reinem Krafttraining und Bodybuilding-Training. Da sehe ich persönlich schon einen Unterschied. Und wie ich anfangs oder auch gesagt habe, nimm zig Top-Athleten her, und ich sage jetzt nicht mal Profis, auch Amateure, die sind ja mit unterschiedlichen Methoden zum Erfolg gekommen. Und was die Regeneration angeht, das ist natürlich auch sehr, sehr individuell. Es gibt Leute, die können 5 oder 6 Mal in der Woche trainieren und können das regenerieren. Das ist natürlich abhängig, was hat jemand für einen Alltag, hat er eine Familie, was hat er für einen Job, ist er Schichtarbeiter. Und dann gibt es Leute, die sagen, mehr als 4 Mal in der Woche geht nicht. Das muss man natürlich, und das ist auch wichtig für einen Bodybuilder, herausfinden. Das muss man Anfängern manchmal auch vermitteln. Sag ich, du musst auch das Gefühl für den eigenen Körper entwickeln. Das spule ich gleich mal weiter. Da geht es zum Beispiel auch darum, bestimmte Übungen. Es gibt auch nicht die beste Übung. Ich sage zu Leuten immer, du musst eine Übung, ich muss die Übung ja spüren. Und nur weil die für 100 andere super ist, muss das für dich nicht die beste Übung sein. Entweder ist die Übung für dich einfach nicht gemacht, das ist ein Punkt. Kann natürlich genauso sein, dass du die Übung falsch machst, aber wenn du die Übung richtig machst und irgendwie hast du nicht das Feeling dabei, dann sage ich, dann lass das weg. Es gibt ja auch andere Übungen. Aber das ist der ganz wichtige Punkt, was viele Leute heutzutage verlernt haben, auf das eigene Körpergefühl mal ein bisschen zu achten. Und das ist natürlich auch, weil jeder hat inzwischen einen Coach. Das ist teilweise gut. Aber in manchen Bereichen wird den Leuten das eigene Empfinden für den Körper abgenommen. Die müssen schon mal lernen, was braucht mein Körper. Dann ist auch ein wichtiger Punkt, ist trotzdem der Spaßfaktor. Wenn ich ein Trainingssystem habe, was mir null Spaß macht, dann werde ich mit dem auf Dauer keinen Erfolg haben. So, für mich wäre ein Training mit, ich sage jetzt einfach mal 8 Sätzen oder 9 Sätzen für die Brust, das wäre für mich nichts. Dann würde ich nicht trainieren, sage ich dir ganz ehrlich. So, das ist ein Argument. Da kann man, weil ich weiß, wenn ich anders trainiere, das funktioniert ja auch. Da kann mir keiner sagen, das, was du machst, ist ein Unsinn. Und ich weiß, er hat das damals nicht so gemeint, aber ich wirf es jetzt trotzdem mal in den Raum. Ich verstehe mich auch so sehr gut mit dem Dominik zum Beispiel, mit Woiwod. War natürlich sehr reißerisch, wenn man dann sagt, vergesst 90%, was die Bodybuilder früher gemacht haben, alles Unsinn. Also das ist natürlich komplett überspitzt. Und alle Sportarten entwickeln sich weiter. Nur beim Bodybuilding nicht. Ja, das stimmt doch nicht. Das ist doch einfach, das stimmt nicht. Erstens hat sich auch Bodybuilding in Sachen Training weiterentwickelt. Die Leute benutzen heutzutage viel mehr Maschinen als früher. Die Maschinen hat es ja damals gar nicht gegeben. Und man kann aber genauso gut sagen, ich kenne ja viele andere Top-Athleten in anderen Sportarten, Olympioniken zum Beispiel. Es gibt bestimmte Sachen im Training, das hat sich niemals verändert und wird sich niemals verändern. Ich kann dir sagen, ich kenne einen Box-Weltmeister und Elemente vom Boxtraining, was ein Muhammad Ali schon gemacht hat, das machen die heute immer noch. Da gibt es nichts anderes und nichts Besseres. Also man kann und muss nicht in allen Punkten das Rad neu erfinden. Und auch in anderen Sportarten ist es so, ich nehme jetzt wieder mal einen Boxer her oder einen Leichtathleten, völlig egal, die trainieren ja auch teilweise unterschiedliche Sachen. Ja, da macht nicht jeder das Gleiche. Das ist auch wieder der Beweis. Letztendlich führen viele Wege nach Rom. Das ist einfach so. Und da kann man nicht sagen oder propagieren, das ist das Allerbeste, weil das gibt es einfach nicht. Man könnte jetzt natürlich so eine riesen angelegte Studie machen mit 10.000 Probanden in einer randomisierten Gruppe. 5.000 trainieren das eine, 5.000 trainieren das andere und man guckt halt, wer prozentual mehr Muskeln aufbaut. Aber solche Studien gibt es halt einfach gerade noch nicht, ne? Da musst du wieder unterscheiden, wie lange trainiert jemand schon, wie generell sein Alltag, ist er ein unterstützter Athlet, ist er kein unterstützter Athlet. Und das ist das, was ich an diesen Studien vermisse. Ne? Also ich bin ja, du kennst mich auch, ich bin auch ein Studienfreund, aber ich weiß auch, dass viele Studien nicht übertragbar sind und ich weiß auch, dass manche Dinge, was man macht, da gibt es keine Studie dafür oder ist vielleicht mit Studien nicht belegt, interessiert mich aber nicht, wenn ich sehe, bei mir funktioniert es. Und das ist auch, was ich gemeint habe. Die Leute müssen einfach schon mal ein bisschen lernen, auf den eigenen Körper wieder zu hören. Ja. Wenn ich natürlich merke, beispielsweise ich trainiere jetzt Volumen und ich regeneriere mich nicht mehr, dann sage ich, okay, dann ist das Volumen vielleicht zu viel, sind die Pausen zu kurz. Gleichzeitig kannst du jetzt auch wieder, könnte ich sagen, mit Studien muss ich bis ins absolute Muskelversagen gehen. Das ist auch kein Gesetz.
Oder reicht es, wenn ich ans Versagen herantrainiere? Also das sind halt alles so Faktoren, die sind letztendlich auch ganz schwer messbar, weil da ist so, wie du sagst, da müsstest du mit Tausenden von Leuten Studien machen und dann müsstest du mal unterscheiden, das ist halt ganz schwer. Ja, und da muss die Ernährung noch gleich sein und also das ist ein Hickhack, ne? Genau. Also Aber letztendlich gibt es einfach unterschiedliche Trainingsphilosophien und ich sage auch immer, das ist ja auch wie damals Push-Pull-Beine wieder, sage ich jetzt mal, populärer geworden ist, weil das ist ja jetzt generell nichts Neues, das gab es ja auch schon vor Jahrzehnten. Der eine kommt damit super klar, favorisiert das. Da würde ich niemals sagen, das ist Blödsinn oder sonst was. Ich glaube, das zeige ich mich mal ein bisschen oder unterscheide mich von anderen älteren Bodybuildern. Also ich bin immer was, ich will immer das Neue und das Alte verbinden. Und ich sage dir sogar, weil auch diese Diskussion oft ist, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ich mag diese Begriffe New School und Old School nicht, weil es eigentlich ein Unsinn ist. Ich glaube, das meiste, was die Leute von heute im Prinzip vom Old School lernen können, das ist nicht mal, wie man trainiert, das ist, genau, das ist die Einstellung. Ne? Weil, wie ich schon gesagt habe, ist früher auch schon komplett unterschiedlich trainiert worden. Wenn du jetzt mal siehst, wie ein Mike Mentzer, nimm doch mal einen Mike Mentzer her, wie komplett unterschiedlich der zu einem Arnold Schwarzenegger trainiert hat. Das waren ja Welten von der Trainingsphilosophie her. Aber beide haben die Einstellung gehabt. Und das ist das, was bei den meisten Leuten heutzutage erstmal fehlt. Und das ist, was ich damit dann immer auch sagen will, bevor die sich alle möglichen Gedanken machen, um Training, um diese Supplements, um das an Chemie zu nehmen, wenn das da oben nicht passt und das passt bei vielen nicht, dann kannst du alles andere komplett vergessen. Und das ist das Problem. ich freue mich sehr auf die Diskussion in der Massenkonferenz mit dir und Domme und vielleicht auch Kevin. Das wird, glaube ich, eine interessante Runde. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Wichtigste hast du gesagt. A, zieh was mal kontinuierlich durch, hab Spaß daran. Ja. Und B, trainier intensiv. Genau. Punkt. Und wenn du dann noch Genau. einfach einige Übungen einigermaßen sauber ausführst, dann wirst du wachsen. Und wenn du Absolut. halt leider nicht genug wächst, dann ist es einfach deine Genetik, die dich irgendwo limitiert. Ist so. Ist absolut so. Also da geht meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei. Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du magst Old School und New School nicht und es war damals schon das und das können wir davon lernen. Jetzt hast du ja schon auch über lange Sicht sehr erfolgreiche Athleten begleitet. Ich würde jetzt einfach mal zwei rauspicken. Einmal den Ronny damals, Ronny Rockel und jetzt ja zum Beispiel Tim Budesheim oder Enrico Hoffmann. Was hat sich bei dir im Coaching über die Jahre verändert und was ist gleich geblieben? Also verändert hat sich, ich sag mal, was vielleicht der gravierendste Punkt ist, was sich verändert hat, mache ich jetzt schon viele Jahre, aber jetzt beim Ronny war es zum Teil noch ein bisschen anders, wobei mit Ronny musste man auch anders arbeiten. Das ist, was ich beispielsweise gar nicht mehr mache, bei keinem eigentlich mehr. Das ist so eine klassische Peak Week. Das gibt es bei mir nicht mehr. Ne? Das mache ich nicht mehr. Das habe ich eindeutig umgestellt. Was jetzt generell so Ernährung und so weiter angeht oder Training, sagt da jeder trainiert das also so ein bisschen anders und ich brauche mich jetzt, ich mische mich jetzt nicht ins Training von dem Ronny Rockel. Also, oder bei dem Tim habe ich das schon gemacht, weil ich bei manches einfach gesehen habe, dass er das falsch trainiert hat. Aber ich gebe denen jetzt nicht vor, wie viele Wiederholungen das er machen soll oder sonst was, ne? Oder exakt welche Übungen er genau in welcher Reihenfolge machen soll. Aber ich sage jetzt mal, das Hauptding eigentlich ist so das Ende vom Wettkampf. Und natürlich sind dann immer so bestimmte Kleinigkeiten oder Erkenntnisse, was man ja immer mit der Zeit dazulernt. Ich finde, es wäre ja schlimm, wenn man das Allergleiche machen würde wie vor 20 Jahren, dann wäre man nicht weitergekommen. Ne? Dass man einfach so Feinheiten, wenn es Richtung Wettkampf geht, dass man sagt, man schaut noch mehr drauf. Wie kann man den Wasserhaushalt steuern? Wie kannst du das Stresslevel am Ende herunternehmen, dass man eigentlich gefühlt entspannt zum Wettkampf fährt und nicht die letzten Tage versucht, mit allen Mitteln und Wegen versucht, irgendwie das Maximum noch rauszuholen. Da gehe ich inzwischen schon anders vor. Aber so von den Grundprinzipien her hat sich da eigentlich nicht viel verändert. Wobei das ja schon ein sehr wichtiger Punkt ist, ne? Ja, also klar, Ronny hast du damals auf dem Olympia gut platziert und Tim hast du jetzt auch super hingekriegt, finde ich.
Du hast gesagt, du machst keine Peak Week mehr. Das heißt, es wird gar nicht irgendwie jetzt ein bisschen aufgewässert oder entwässert. Es wird keine Carbs rausgenommen, dann wieder aufgeladen, wenn kein Gewichtsmittel mehr gemacht werden muss, oder? Also so, ich sag mal so aufwässern oder so Geschichten, das mache ich gar nicht mehr. Ich Das meine auch ist nicht doch. so 2, 3 Liter mehr und 2, 3 Liter weniger. Nö. Okay. Also am Ende ein bisschen weniger, ja. Aber aufwässern, wenn jemand sowieso in der Diät 6 Liter trinkt oder so, sehe ich persönlich keinen Grund drin, warum ich sage, der soll jetzt 9 Liter trinken. Dann spült es noch mehr raus, aber wichtig ist, dass die Leute genug trinken. Das ist mal wichtig, ne? Aber so Geschichten, wie man das ja früher gemacht hat oder wie das vielleicht manche immer noch machen, dass ich jetzt sage, ich fahre jetzt das Salz komplett noch um, das kommt ja eigentlich aus einer Zeit oder generell. Das wäre jetzt teilweise anders, wenn du manchmal auch Naturalathleten hast, wo du ja versuchst, den Körper in Anführungszeichen zu verarschen, wo du versuchst, den Aldosteronspiegel zu beeinflussen. Aber das sehe ich persönlich keinen Sinn drin. Und vor allem ist es so, mein Ziel ist ja eigentlich schon immer, dass ich sage, du bist eine oder 2 Wochen vor dem Wettkampf nahezu ready, dass du so wie du bist aktuell dich einfach auf die Bühne stellen kannst. Vielleicht noch nicht 100% kannst, aber die letzten Prozent, die holst dann halt schon raus. Klar, ein bisschen mehr Carbs eventuell, Wasser ein bisschen reduzieren, aber nicht so verrückte Sachen machen, weil letztendlich, je mehr du in dieses System eingreifst, umso mehr kann verrutschen. Und was dann immer noch ein wichtiger Punkt ist, wenn du diese Back-to-Back-Shows hast, dass der Rebound-Effekt nicht so stark ist, ne? Weil das ist natürlich auch so, je mehr du da eingreifst mit Aufwässern, Entwässern und so weiter, und weißt, du hast 6 Tage später den nächsten Wettkampf und hast nach dem Wettkampf erstmal den Rebound, dann ist das immer schwierig, das wieder hinzubringen. Also ich habe, was ich ganz früher schon gelernt habe, von so meinen ersten Mentoren, der hat mir gesagt, wenn du mal 4, 5 Wettkämpfe machst, du kannst den Körper nicht 4 oder 5 Mal verarschen. Und das ist so, das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Mit diesem Verarschen oder generell mit dem Körper, ich meine, wir haben es jetzt beim Tim beim letzten Wettkampf gesehen, die Form war immer noch gut, keine Frage, der war immer noch härter als viele andere, aber es war nicht mehr so, wo es vorher war, weil der Körper irgendwann sagt, jetzt ist auch mal Schluss. Ne? Und ich schaue ja dann trotzdem auch immer, was mir schon wichtig ist, mit diesen verrückten Sachen, was manche da praktizieren, mit extremen Wasserhaushalt eingreifen. Das ist halt auch das, was mitunter sehr gefährlich sein kann. Und das ist auch ein Ding, wo ich sage, nö, gehe ich nicht mit, beziehungsweise man braucht es einfach nicht. Weil ich denke, man kann jetzt beim Tim zum Beispiel nicht sagen, er hätte noch härter sein müssen. Na, wie gesagt, letzter Wettkampf, okay. Und der Ronny hatte damals mit seiner Bestform, würde ich sagen, war der immerhin Finalist bei der Olympia, bei der Arnold Classics. Also da hat es ja nicht gescheitert, dass die Form nicht gepasst hätte. Okay, da haben wir es noch ein bisschen anders gemacht. Aber jetzt so bei eigentlich bei allen Athleten, diese klassische Peak Week, wobei da hat auch jeder eine andere Auffassung davon, die mache ich nicht mehr. Es ist immer ganz lustig, wenn Leute dann sagen, die sind schon richtig heiß drauf, wenn man sagen, ja, jetzt kommt doch die Peak Week. Ja, sorry, ja und? Also erstens müsst ihr mal von dem weggehen, die Peak Week ist keine Zauberwoche. Das ist gerade bei Anfängern, die haben da, was die für Vorstellungen haben, was die teilweise denken, was in der Peak Week noch passiert. Sag, wenn du eine Woche vor dem Wettkampf fett bist oder zu fett bist, bist du zu fett. Wir können in der Peak Week nicht mehr zaubern. Du kannst schon, es ist ein bisschen Athleten unterschiedlich natürlich. Beim einen ändert sich der Look schon deutlicher, sage ich mal, und bei anderen nicht so. Aber Fakt ist doch, wenn ein Athlet eine Woche vor dem Wettkampf super in Form ist, warum soll ich da alles komplett über den Haufen schmeißen? Und wir haben es ja auch schon oft erlebt. Okay, man kann immer nicht noch Fotos gehen, aber wenn die Leute dann kommentieren, ja, der hätte so auf die Bühne gehen müssen, wie er ein paar Tage vorher ausgesehen hat, manchmal stimmt es auch. Da sagst du dir, was haben die getrieben die letzten Tage? Es ist auch ganz klar so, ein Teil der ganzen Bühnenoptik oder wie du am Wettkampftag aussiehst, ist auch ein bisschen eine Glückssache auch dabei. Weil wenn es ja das perfekte System geben würde, und das ist auch, wenn ein Athlet einmal eine Bestform hatte, die machen sich ja auch ihre Notizen, dann würde er sagen, okay, das funktioniert, beim nächsten Mal mache ich es genauso wieder, sehe aber nicht so aus. Und dann ja bis in die oberste Liga gehen, bis zu den besten Profis,
Ein Teil ist einfach auch ein bisschen eine Glückssache, weil das hängt ja dann auch damit zusammen, wie ist der Stress im Körper, wie fährst du zum Wettkampf hin. Dann wissen wir ganz oft, die Wettkämpfe ziehen sich ewig in die Länge, verschieben sich. 2 Stunden vorher hat ein Athlet noch besser ausgesehen und das kann kein Coach der Welt, kann das zu 100% steuern, weil du kannst den Körper nicht so manipulieren, dass man sagt, das trägt nicht zu 100%, also der das schafft, oder bei jedem Athleten zu jedem Wettkampf schafft, der bekommt von mir den Nobelpreis verdient. Also da gibt es keine. Ne? Wie gesagt, manchmal ist es einfach auch ein bisschen eine Glückssache. Das gehört genauso dazu. Aber man kann es nie zu 100% steuern. Das kann man nicht. Was du angesprochen hattest, war dieses, ah, jetzt kommt die Peak Week, da freue ich mich total drauf. Und das ist halt, glaube ich, auch Instagram so ein bisschen geschuldet, wenn man halt so sieht, dass Leute da innerhalb von einer Woche nochmal 8 Kilo abschmeißen, um sich ins Gewichtslimit zu drücken, die dann halt da stehen und sagen, ja, ich bin zwar noch ein bisschen zu fett, aber jetzt in der Peak Week, da mache ich nochmal locker 8 Kilo weg. Genau. Das ist kein Fett, Nein, Leute. das ist gerade, du kannst nicht Fett wegwässern, das hat man früher schon gewusst. Und wenn es so ist, dass man in der letzten Woche 8 Kilo wegmachen muss, dann würde ich sagen, dann hat die Diät vorher nicht richtig gepasst. Ja. Jetzt war ja bei Tim zum Beispiel, der war ja noch zwischendurch kurz bei Dennis und hat dann gesagt, ja, Dennis hat mir mal noch so ein paar Impulse für die Peak Week gegeben, was wir vielleicht nochmal anders machen können. Kannst du verraten, was genau das da war oder was da irgendwie anders gemacht worden ist? Weil du hast ja gerade gesagt, eigentlich machst du keine klassische Peak Week mehr. Ja, also beim Tim weiß man ja, das können manche Leute, das mal vielleicht ganz kurz so, die können sich das immer gar nicht vorstellen, dass man mit, wenn jemand jetzt mit so einer Muskelmasse, dass der bloß Tage vorher 300 Gramm Kohlenhydrate braucht oder so, ne? Unfassbar, ja. Ja, das gibt's aber. Weil es heißt nicht im Umkehr, also natürlich wäre die Logik zu sagen, je mehr Muskeln, umso mehr Kohlenhydrate brauche ich zum Aufladen, ist aber nicht so. Du musst das schon abhängig machen, wie viel Kohlenhydrate isst jemand generell. Es gibt einfach Leute, die können unwahrscheinlich viel Kohlenhydrate essen, selbst wenn das 80 Kilo Athleten sind. Und nimm jetzt mal beispielsweise einen Big Ramy oder so her, der wahrscheinlich der schwerste mit ist, der isst, das garantiere ich dir, auch keine 3 Kilo Kohlenhydrate zum Aufladen. Das ist schon athletenspezifisch. Dann ist natürlich auch so, der Tim hat diese unwahrscheinlich dichten Muskeln, wo du aufpassen musst, wenn andere mal ein bisschen vielleicht überladen, die sind halt einfach rund, beim Tim gehen die Strukturen weg, weil er diese extrem dichten Muskeln hat. Das war beispielsweise beim Ronny Rockel, der hat auch nicht so viel gebraucht. Oder wenig gebraucht eigentlich. Der Ronny, wenn entladen wäre, war, hat er ausgesehen, als ob er aus dem Training kommt, so rund war der. Ne? Und das musst du schon athletenabhängig machen. Da musst du auch abhängig machen, mit was kann jemand punkten. Ne? Also, wie ich jetzt gesagt habe, der Tim bei seinem letzten Wettkampf war der immer noch härter als der Gewinner, als der John de la Rosa zum Beispiel. Aber Tim, seine Härte ist einer seiner Haupttrümpfe, sage ich mal. Und wenn er halt dann schon 10% schlechter ist, ist er immer noch härter als viele andere, aber es reicht halt dann nicht. Und so musst du das machen und dann geht man da lieber ein bisschen vorsichtiger vor. Das nächste ist dann, wenn Leute viel aufladen, zum Beispiel, wie können die die Bauchkontrolle steuern? Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Und ich weiß das zum Beispiel auch beim Dennis, der Dennis Wolf zum Beispiel. Ich meine, der hat auch riesige Muskeln gehabt. Der Dennis hat das auch probiert oft mit Aufladen. Das ist ihm ganz oft in die Hose gegangen. Und bei seinen letzten Erfolgen, die er hatte, also vor seiner Verletzung, ist der Dennis so ziemlich entladen zu den Wettkämpfen sogar hingegangen. Ne? Also der hat gar nichts groß irgendwie aufgeladen. Und da sieht man schon, wie unterschiedlich das einfach ist. Und da kann ich auch nicht sagen, ich muss die Leute vor dem Wettkampf mit Kohlenhydrate vollballern. Funktioniert bei vielen. Es gibt aber Leute, und zwar, wie gesagt, unabhängig von der Muskelmasse, da brauchst du das nicht oder kannst das nicht machen, weil es einfach in die Hose geht. Und Dennis Wolf ist auch eines von vielen Beispielen und der hat dem Team das auch so mit auf den Weg gegeben, aber wir gehen da ja relativ d'accord. Also ich bin ja dann mehr froh, wenn Tim soll sich gerne andere Meinungen anhören und wenn man dann sowieso in etwa in der Richtung ist, dann ist das sowieso gut. Für den Athleten auch mit Sicherheit, also wie wenn jetzt jemand sagen würde, probier das mal aus und ess mal 2 Tage vor einem Wettkampf jeweils 1000 Gramm Kohlenhydrate. Dann sage ich, wird beim Tim hundertprozentig in die Hose gehen. Ja, ah, cool. Finde ich gut, dass ihr auch so zusammenarbeitet. Jetzt war es bei Tim ja wirklich teilweise wirklich knapp.
Und vielleicht hat er auch einfach das Pech gehabt, in Anführungsstrichen, dass er gute Lineups hatte. Ich glaube, die besten Chancen hatte er damals in Kanada, dass er sich das holen hätte holen können. Die Frage ist jetzt, wird es im Herbst nochmal einen Anlauf geben oder habt ihr euch dazu entschieden, das dann doch in der Offseason weiterzumachen? Ganz ehrlich, wir haben das noch nicht entschieden oder besprochen. Genau, also das Wichtigste jetzt ist erstmal, das habe ich den Tim gesagt, bevor wir jetzt irgendwas entscheiden, wie es weitergeht, steht für mich ganz weit oben, ist jetzt mal ein kompletter gesundheitlicher Check. Das steht mal ganz weit oben. Da wird jetzt wirklich mal alles gecheckt, Kardiologentermin, komplett ausführliches Blutbild, den Körper generell jetzt mal erholen, auch das Essen mal anders gestalten. Nicht immer weißt wie in der Diät das gleiche Essen, mal den extremen Fleisch-Fischkonsum alles mal runterschrauben, andere Nahrungsmittel mit einbauen und einfach den Körper mal zur Ruhe kommen lassen. Ich weiß, das ist für einen Athleten, muss den Tim da mal auch bremsen. Auch mit dem Training, sage ich, mach doch jetzt mal Pause, geh mal, sag ich, mach mal Trainingspause. Ich weiß, die Leute sind ja dann ehrgeizig nach dem Wettkampf, teilweise, also das ist beim Team sowieso phänomenal. Ein anderer würde wirklich sagen, nach so einer langen Saison, ich brauche jetzt, aber der rennt sofort wieder ins Training und so, das ehrt ihn ja. Und gleichzeitig musst du die Leute dann manchmal bremsen und musst sagen, die Phase jetzt ist mal da, um einfach mal runterzufahren. Der Diät ist ein Dauerstress für den Körper. Sowohl psychisch als auch physisch. Und jetzt lassen wir einfach mal den Körper runterkommen, checken das andere mal, schauen, wie reagiert der Körper in ein paar Wochen. Und dann muss man das entscheiden. Also Fakt ist bei dem Tim, das weiß man auch, der Tim braucht jetzt nicht generell am ganzen Körper mehr Masse. Ne? Der braucht sowieso diese klassischen Off-Season-Phasen, braucht er nicht mehr. Der muss weiterhin seinen Rücken verbessern. Der muss weiterhin an seiner Präsentation ganz klar arbeiten. Der muss an seiner Mobilität arbeiten, an dem ganzen Faszienapparat. Das ist auch ein wichtiges Tool, damit der Körper irgendwann sogar noch wachsen kann oder besser werden kann. Also sich um diese ganzen Strukturen mal zu kümmern, da muss man mehr Arbeit reinfließen lassen. Tim ist jetzt keiner, wo ich sage, du brauchst jetzt noch mal 10 Kilo mehr Muskeln oder so. Ne? A, ist dann der Rahmen dafür auch nicht gegeben. Und er hat sowieso so dichte Muskeln und man darf nicht vergessen, das sieht man ja trotzdem schon auch mal den Sprung. Der Tim hatte ein paar Mal, würde ich sagen, ist immer ganz schwer zu sagen, wenn man nicht live dabei war und selbst wenn du live dabei warst, das Bühnenlicht ist ein bisschen anders. Bei welchem Wettkampf hat er jetzt seine absolute Bestform, könnte ich dir gar nicht mal so sagen. Ist immer schwierig zu urteilen, aber ich würde jetzt mal sagen, bis auf den letzten Wettkampf hat er immer eine super Form gehabt und hat ein Wettkampfgewicht gehabt von, ich sage mal, meistens so 117, knapp 118 Kilo. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Ne? Er ist ja jetzt auch groß. Wenn man sieht, was er noch vor 2 oder 3 Jahren auf der Bühne gehabt hat, da war er unter 110 deutlich. Ne? Also da hat er sich ja schon sehr, sehr gut verbessert. Aber wie gesagt, diese Punkte, wo ich jetzt angesprochen habe, das ist das, was halt noch besser werden muss. Und letztendlich gehört dann natürlich auch, braucht man auch ein bisschen Glück, weil, wie du schon angesprochen hast, bei dem Wettkampf in Kanada zum Beispiel, als der John Jewett gewonnen hat, habe ich dann zum Team auch gesagt, das ist absolut vertretbar. Wenn du gewonnen hättest, wäre das definitiv auch absolut in Ordnung gewesen. Aber wenn der John gewonnen hat, war das auch verdient. Also die beiden waren weg vom Rest, sage ich mal. Und das ist halt einfach, dann brauchst du halt auch ein bisschen Glück dazu. Das ist nun mal so. Ja, das Glück fehlt ihm noch so ein bisschen. Das ist ja schon öfter mal knapp gescheitert an der Olympia-Quali. Ja, und ich würde auch sagen, ohne dass ich jetzt da irgendwie parteiisch bin, weil wenn du mich jetzt fragen würdest, ist man mit der Saison zufrieden, dann würde ich sagen, wir müssen jetzt ganz klar differenzieren. Von der Leistung her ja, weil ich finde, der Tim hat sich wieder verbessert im Vergleich zum letzten Jahr und er hatte ja keine Offseason in dem Sinn. Von den Platzierungen her kann man natürlich nicht so zufrieden sein. Und das hat eigentlich beim ersten Wettkampf schon angefangen. Es war von den Platzierungen her teilweise einfach ein bisschen unglücklich. Weil der erste Wettkampf in New York, und das war echt stark besetzt, ihr habt ja im Vorfeld, glaube ich, auch so eine Einschätzung gemacht, oder haben wir ja mehrere gemacht. Da hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass der Tim ins Finale kommt. Und der Tim hätte ins Finale kommen können, vielleicht sogar müssen. Also ich bin froh, der Stefan Kinzel ist zu uns gekommen, hinter der Bühne. Er hat gesagt, Tim, sieht echt super aus, Respekt.
Hätte auch ins Finale gekommen, auf jeden Fall. Und das wäre natürlich schon ein super Ding gewesen bei so einem Wettkampf, wenn er Finale geschafft hätte. Und das wäre absolut machbar gewesen, weil ich fand das Gesamtpaket in New York Bombe. Und das ist das halt, was ich sage. Dann bist du halt vielleicht 3 Plätze weiter hinten. Das ist halt, war halt manches dann auch unglücklich oder bei dem zweiten Wettkampf. Ich meine, da habe ich ja dann gesagt, was es liegt, aber dass er dann so schlecht platziert wird, das ist auch nicht in Ordnung. Also ich habe es ja gesehen, da waren dann schon Leute vor ihm, wo du sagst, also tut mir leid, verstehe ich nicht. Wir reden jetzt nicht gewinnen, aber ob ich jetzt da Achter werde oder Vierter oder so, das ist dann schon nochmal ein großer Unterschied und da waren halt Leute vor ihm. Aber ich habe auch erklärt, an was es gelegen hat, weil ich bin ja dann schon so. Du musst ja immer, wenn du jemanden vorbereitest, sagst ihm, was sagst du jetzt zuerst? Was ist zuerst, erwähnst du zuerst das Positive oder an was hat es gescheitert? Ne? Weil ich Ja. kann nach jedem Wettkampf sagen, es war alles bestens, weil so ist es ja nicht. Ne? Sondern ich sage halt dann natürlich auch, was war einfach schlecht? Und was war gut und was war schlecht? Und bei diesem zweiten Wettkampf hat man es gewusst und das hat letztendlich halt dann die Platzierung ausgemacht. Aber generell hätte der Tim bei vielen Wettkämpfen schon auch besser platziert werden können, beziehungsweise sogar müssen. Und der Meinung bin ja nicht nur ich, sondern ich habe mich auch in Amerika mit einigen unterhalten, also Leute, die ich auch sehr schätze oder ich weiß, die haben Ahnung und die haben das ja genauso gesehen. Jetzt sagst du, du hast mit Leuten gesprochen, die viel Ahnung haben und solche Kritik will man ja auch gerne hören. Aber wenn wir schon über Unterschiede von damals zu heute sprechen, heute ist es ja so, also damals war es so, man hat dann irgendwann mal ein paar Wochen später die Fotos vom Wettkampf in der Flex gesehen und konnte sich dann seine Meinung bilden. Heutzutage ist ja alles sofort verfügbar und dann kommen halt auch die Leute dann ans Mikrofon, dessen Meinung man gar nicht so gerne hören möchte. Wie gehst du als Coach, weil Tim scheint damit einigermaßen cool umzugehen oder das nicht so sehr an sich ranzulassen, oder wie gehst du als Coach damit um, wenn du dann auf einmal unqualifizierte Meinungen hörst, von denen viele auch unter die Gürtellinie gehen? Also ich glaube erstmal, die Athleten, ob es jetzt ein Tim ist, ob das ein Emir ist, den ich sehr schätze, ein Roman, alle wie die heißen. Natürlich nach außen hin sagen die das vielleicht nicht so, aber ich weiß schon und bin mir auch sicher, zu 100% geht das keinem am Arsch vorbei, auf gut Deutsch, ne? Weil die geben alle ihr Bestes und es ist genau wie du sagst. Also jeder im Internet ist absolut berechtigt, Kritik zu äußern. Und da sage ich auch, der muss nicht, man kann ja nicht immer sagen, ja, du hast noch nie was gemacht, weil dann dürfte ein Fußballkommentator niemals einen Messi kritisieren, weil der hat nicht mal ansatzweise, also das ist Blödsinn. Aber es muss halt sachlich und konstruktiv sein und das ist heutzutage leider oft nicht mehr gegeben. Ich meine, heutzutage unter der Anonymität des Internets kann halt jeder seinen Senf dazugeben, auch seinen kompletten Schwachsinn, was die Leute da teilweise von sich geben. Es ist ganz häufig nur ein Nachgeplapper. Die sehen sich irgendwelche Analysen von irgendwelchen Protagonisten an und das, was die dann sagen, das schreiben die einfach auch. Das sind aber wirklich Leute, die haben noch niemals in ihrem Leben einen Wettkampf gesehen, haben noch nie Bodybuilding gemacht. Oder selbst eine Wettkampfvorbereitung und schreiben dann einen Unsinn. Also ich lese mir das meistens sowieso nicht durch. Ich sehe es halt dann manchmal in Stories, wenn was geteilt wird, weil für mich ist das verblödete Zeit, so einen Käse da zu lesen. Aber was da teilweise halt dann geschrieben wird, oder weißt du, so ein klassisches Ding ist ja immer, also da kann ich nur den Kopf schütteln, der und der soll besser aufhören. Ob es jetzt ein Film ist oder. Leute, überlegt mal, was ist denn das bitte für eine Aussage? Ich sage jetzt nochmal, ob das ein Tim ist, ein Emir. Der Tim ist jetzt Zweiter geworden, der ist Dritter geworden, das schon mehrfach. Selbst wenn er wo Sechster wird, wir reden hier von der absoluten Weltklasse. Die absolute Weltklasse, lass es vielleicht 30, 40 Bodybuilder sein in der Open. Wenn da jemand nicht gewinnt, warum soll der aufhören? Wir haben jetzt vor kurzem die Olympiade in Paris gehabt. Wie viele Leute sind da dabei? Die wissen, die können kein Olympiasieger werden, sollen die alle aufhören? Also Leute, die sowas schreiben, die haben in ihrem Leben noch nie was mit Leidenschaft gemacht. Das sind Leute, die können im Prinzip gar nichts. Die fangen alles an und hören es auf. Das sind genau solche Leute. Aber jemand, der das mit Leidenschaft macht, da könnte ich selbst zu einem Amateur sagen, und vor allem, ich kann doch diese Spirale immer weiter drehen. Wie viele Leute hat es damals gegeben? Der Roman hat sich für die Olympia qualifiziert.
So, dann kommt der Nächste und sagt, ja, jetzt ist er bei der Olympia, da macht er sowieso keinen Stich. Was sind denn das für Aussagen? Also das ist komplett bescheuert sowas, das ist respektlos. Und das sind aber einfach Leute, wie ich gesagt habe, die haben in ihrem Leben niemals etwas mit Leidenschaft gemacht. Ich habe damals, wie ich schon Wettkämpfe gemacht habe, da waren Athleten dabei, die waren wirklich nicht gut von der Genetik. Die haben deswegen auch nicht aufgehört. Die haben gesagt, sie wollen für sich immer besser werden. Wie gesagt, jetzt bei dem Tim, wir reden hier von der absoluten Weltklasse. Und die Leute, die es dann schaffen zur Olympia, heißt jetzt nicht, dass jeder, der bei der Olympia ist, dass der irgendwie so viel besser wäre. Ich habe es ja gesagt, da gehört ein bisschen Glück auch dazu. Natürlich gibt es dann bei der Olympia nochmal Leute, die sind weg vom Rest vom Feld, ne? Meistens die Top 3, sage ich jetzt mal. Aber der kann auch nicht zu jedem sagen, weil ich sage, wie weit spule ich das Ganze? Und das ist das, was mich dann auch ärgert, weil ich bin jemand, ich kritisiere den Team auch, das habe ich öffentlich gemacht, wenn die Präsentation nicht passt oder so. Aber ich stelle mich genauso vor den Athleten, wenn die Leute so einen Blödsinn schreiben, ne? Oder beleidigen dann oder irgend so ein Käse, was da manche schreiben. Aber das machen die natürlich nur, wie ich gesagt habe, im Schutze der Anonymität des Internets, weil wenn die vor einem stehen würden, würden die niemals sowas sagen. Es ist halt so. Aber das ist ja auch nicht nur im Bodybuilding so, das ist halt heutzutage so. Das ist halt Social Media geschuldet oder sonst was, wo jeder halt seine Meinung kundtun kann und wenn es noch so ein Blödsinn ist. Und wie ich aber gesagt habe, ich bin mir sicher, von unseren ganzen Jungs, ich beneide da auch keinen, weil die müssen inzwischen schon ganz schön was abhaben können. Und ich bin auch der Meinung, kann es natürlich nicht genau sagen, dass das aber in keinem Land so schlimm ist wie bei uns. Also ich kann mich nicht erinnern, dass bei den Amerikanern oder so, dass da Leute teilweise, dass da so ein Scheiß geschrieben wird, ne? Da werden die Leute eher gefeiert. Aber bei uns ist das halt teilweise schon schlimm, was die Leute da von sich geben. Vor Wie du allem, wenn schon es um die. sagtest, da müssten 90% aller Amateure aufhören, weil sie eh nie Profi werden. Und 90% aller Profis müssten aufhören, weil sie eh nicht Richtig. zum Olympia fahren. Und Richtig. man verkennt ja einfach, dass die Leute da damals angefangen haben, weil sie einfach Spaß am Sport haben. Um das geht es und das ist, was ich damit meine. Ja. Die Leute machen das auch aus Leidenschaft. Die machen das nicht. Natürlich, keiner fängt doch Bodybuilding an und sagt, ich will jetzt damit Geld verdienen. Da muss er sich, soll er sich einen anderen Sport suchen. Sondern jeder, der irgendeinen Sport mal angefangen hat, der macht das, weil es seine Leidenschaft ist. Und gerade beim Bodybuilding, wo du in manchen Punkten noch mehr Leidenschaft brauchst wie in anderen Sportarten, weil es ja trotzdem auch ein Lifestyle ist, mit der ganzen Ernährung und so weiter. Das mache ich doch nicht von der Platzierung abhängig, aber da sieht man einmal, wie geistig beschränkt manche sind, wenn die solche Kommentare von sich geben. Die sollten da eher mal nachdenken, was die da so schreiben, oder wenn die Meinungen einfach nur nachplappern und was irgendjemand sagt, da sagt irgendjemand, das kann ich auch immer nicht mehr hören. Der Tim hat so eine schlechte Linie. Die Leute wissen manchmal überhaupt nicht, oder Symmetrie. Also, du weißt doch gar nicht, weißt du eigentlich, was Symmetrie bedeutet im Bodybuilding? Selbst der Verbauteste kann eine gute Symmetrie haben, weil eine Symmetrie ist erstmal ein Spiegelbild. Das eine Seite ist wie die andere. Das sind manchmal Aussagen, wenn du das von Leuten hörst. Und so eine schlechte Linie, wie da getan wird, oder so eine breite Taille hat der Tim eben nicht, weil die tun ja alle, also die Leute, die ja vor ihm wären, als ob das alle Athleten werden von der Kategorie von dem Flex Wheeler damals oder so. So ist es ja nicht. Der Tim hat natürlich nicht die beste Struktur und die Linie, das weiß ich aber selbst. Aber Fakt ist, solche Argumente, wenn du mal hörst, dann weiß ich genau, das ist einfach irgendein Nachgeplapper, was irgendjemand mal gesagt hat, ne? Oder das passt nicht oder das. Aber gut, so ist es halt. Ich persönlich ringe mich da nicht auf, weil ich nehme sowas ja auch nicht für ernst, sondern ich nehme das für ernst von Leuten, wo ich weiß, die haben Ahnung, ich höre mir gerne Meinung an oder auch Kritik. Wie gesagt, Kritik darf jeder äußern, solange das sachlich und konstruktiv ist. Aber so ein anderes Zeug nehme ich mir, also ich muss es mir gar nicht zu Herzen nehmen. Für die Athleten ist es schlimmer, sage ich mal. Und da weiß ich schon, und ich glaube, das spreche ich für alle, dass es, wie gesagt, zu 100% keine Mama vorbeigeht. Und keiner ist da auch so. Ich sage dann immer, lest doch das ganze Zeug nicht. Aber ich weiß trotzdem, dass die das natürlich auch schon mal drüber lesen. Ne? Natürlich nicht alles. Aber du schaust ja trotzdem mal rein, weil du andererseits ja auch die Leute, die dich gut finden,
oder die was Positives schreiben, denen wirst du ja auch ein Feedback geben. Also du wirst ja trotzdem dich um deine Fanbase, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, wirst du denen ja irgendwas zurückgeben und das ist ja auch wichtig. Und dann kommst du natürlich auch auf Kommentare, die komplett sinnfrei sind. Das bleibt ja nicht aus. Ist ja auch irgendwo dein Job, du verdienst damit auch dein Geld. Und nochmal Genau. ein letzter Gedanke vielleicht dazu. Wenn alle, die jetzt keine Chance hätten, in der Top 6 in Olympia zu bleiben, landen, aufhören würden, hätten wir in Deutschland keinen Profiathleten mehr, der gerade starten darf. Genau. Und dann würden die Leute sich wieder aufregen, es gibt ja keine deutschen Athleten. Also Genau. diese Also das muss Doppelmoral man, nervt. die Leute sollten doch mal einfach die Leistung anerkennen. Es muss nicht jeder jeden gut finden. Überhaupt kein Thema. Es muss auch nicht, dem einen gefällt der Körpertyp besser, der andere dem. Das ist auch immer, wenn die Frage kommt, wer ist der beste deutsche Profi? Sag ich, die Frage beantworte ich dir nicht, weil ich die auch nicht beantworten kann. Weil an was mache ich jetzt fest? Gehe ich nur nach dem, wenn man nach dem geht, Roman war jetzt in den letzten Jahren der Einzige, der sich qualifiziert hat für die Olympia. Ist er deswegen der beste deutsche Profi? Wir haben nicht den besten deutschen Profi. Tim hat Roman geschlagen, Roman hat Tim geschlagen. Tim hat Emir geschlagen, Emir hat Tim geschlagen. So, die sind alle relativ eng beieinander, ne? Und jeder darf oder soll seinen Favoriten haben, aber honoriert einfach die Leistung von allen, weil alle geben ihr Bestes und auch die ganzen anderen Deutschen, die ich jetzt nicht genannt habe, ob es jetzt ein Dennis Reinhold noch ist, Enrico natürlich, die reißen sich letztendlich alle den Arsch auf und das steht letztendlich im Vordergrund. Und wer dann wie platziert, wieder sonst was, das ist zum einen natürlich die eigene Sache, was bringt man für eine Leistung und zum anderen sind ja da immer auch noch die Kampfrichter und die Konkurrenz, die man nicht beeinflussen kann. Das hast du gerade schon gesagt. Mit ein bisschen Glück beim Line-up würde auch ein Tim sich für die Olympia qualifizieren. Davon bist du überzeugt. Ja. Wie siehst du es bei Enrico? Der startet ja jetzt in wenigen Wochen in Italien. Da kommen natürlich jetzt schon zwei krasse Kaliber mit Rubiel und Hunter. Also auch da, wenn er sich nicht qualifiziert, der sollte nicht unbedingt aufhören damit. Aber wie siehst du die Chancen von Enrico, dass der, weil er bringt ja eigentlich alles mit, ne? Dass der sich vielleicht nochmal ganz, ganz vorne platzieren könnte? Enrico kann sich mit Sicherheit sehr, sehr gut platzieren. Die andere, es muss jeder letztendlich erstmal seine Form bringen. Ne? Rubiel, da gehen die Meinungen auch weit auseinander. Es, unfassbarer Kriegs, was es fast noch nie gegeben hat, sowas. Aber natürlich jetzt, wenn man da jetzt von Symmetrie spricht oder von Muskelhärte oder Teilungen, da darf der eigentlich gar nichts gewinnen. Ne? Also, Ja. Massen ist ein Freak-Bodybuilder, ist aber für mich kein super Bühnen- oder Wettkampf-Bodybuilder. Deswegen muss man das mal sehen. Enrico ist ein sehr kompletter Athlet, läuft momentan sehr, sehr gut. Wir haben gestern erst telefoniert. Sieht super aus aktuell. Ich bin da sowieso schon sehr, sehr happy damit, weil man ja auch weiß beim Enrico die letzten ein, zwei Jahre, wie das bei dem gelaufen ist. Na, der Ja. hatte keine Bock mehr. Der war sehr, also wirklich sehr, sehr oft krank, ständig krank. Da hat er keinen Bock gehabt. Und dass er jetzt überhaupt so aussieht, das zeigt eigentlich schon, was er für ein Potenzial hat. Er hat aktuell auch die Freude am Sport. Da bin ich sehr, sehr froh. Ich glaube, wir haben da einen guten Weg gefunden. Enrico ist kein Athlet, den du kurz an der Leine halten kannst, wenn ich das mal so sagen darf. Wir kennen uns schon lange, ich kenne seinen Körper und ich weiß auch, wie ich mental auf ihn einwirken muss. Es ist aber genauso gut bei einem Tim. Das ist ja das, was ich weiß. Der Coach ist, das sage ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das muss zwischenmenschlich passen. Wenn du dich in Athleten nicht reinversetzen kannst, und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen meine Stärke oder was ich bin lang dabei in dem Sport. Ich habe selbst viele Phasen selbst erlebt. Ich habe selbst extrem viel ausprobiert und ich kann mich in vielen Punkten hineinversetzen in den Athleten. Und ich glaube, das ist das, was mich auszeichnet oder was ich vielleicht gegenüber manch anderen, die da einfach natürlich auch nicht die Erfahrung haben. Aber so wie das jetzt aktuell beim Enrico aussieht, denke ich, der kann sich sehr, sehr gut platzieren. Wie weit das reicht, weiß ich nicht, aber aktuell läuft es super. Der wird gefühlt nicht leichter, wird aber immer besser. Der ist prall ohne Ende. Ich würde sagen, von der Form her 90% fast fertig. Können wir jetzt entspannt angehen, die letzte Zeit. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, so, Enrico, fährst hin, du zeigst das, mach das für dich nochmal, für deine Family, beweist das auch deinen Kritikern, da wo keiner geglaubt hat, dass der Wappen nochmal nach was aussieht. Und was da letztendlich am Ende rauskommt, muss man sehen. Das sind, wie du sagst, Hunter Labrada ist mit Sicherheit
Also für mich dann der Top-Favorit. Aber es ist ja nicht der einzige Wettkampf, was der Enrico macht, und dann muss man es halt mal sehen. Aber ich denke schon, dass sich der Enrico sehr, sehr gut platzieren wird. Denke ich auch. Und Enrico ist, glaube ich, auch so einer, der braucht zum Beispiel auch mal zwischendurch einen Burger. Und das weißt du ja auch, dass er zwischendurch mal einen Burger braucht. Aber ich Thema glaube, haben es wir kommt ja mal gestern, die ja. Frage, wo dann heißt so, oh, wenn Enrico mal wirklich durchziehen würde, der würde so gut sein. Aber die Frage ist halt, ist Enrico so gut, obwohl er nicht durchzieht oder weil er nicht durchzieht? Ne? Weil ich glaube, das gibt ihn so viel, halt zwischendurch halt mal einen Burger essen zu dürfen, dass er Ganz einfach wichtiger entspannter Punkt, ganz, weiterläuft. ganz wichtiger Punkt. Du musst, also klar, Enrico könnte natürlich noch ein paar Prozent, das lege ich aber jetzt nicht auf die aktuelle Wettkampfvorbereitung. Wenn es ums Ganzheitliche geht, mal über einen längeren Zeitraum durchzuziehen. Aber das ist letztendlich auch erstmal rein hypothetisch, weil du nie weißt, wir haben früher schon Athleten gehabt, wie bei einem Kevin Levrone, wenn man gesagt hätte, hätte der mal durchgezogen. Du weißt nicht, ob er besser gewesen. Vielleicht war das für seinen Körper genau das Richtige. Er sagt, er hat diese Pausen zwischendurch. Er kann nicht die ganze Zeit den Bodybuilding-Lifestyle leben. Also das ist immer, das sind sehr gewagte Aussagen. Weil wenn du Athleten hast, wie ich jetzt gesagt habe, die musst du länger an der Leine laufen lassen. Und ich weiß, der Enrico braucht das mal seinen Burger oder sein Frühstück. Und es macht ihm ja nichts. Wenn natürlich jetzt die Form nicht passen würde, würde ich sagen, ja, Enrico, das geht so nicht. Aber ich weiß genau, würden wir das nicht machen, dann hätte er wahrscheinlich die Diät schon längst aufgehört oder er hätte keinen Spaß mehr dran. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du musst, und das versuche ich auch den Leuten immer zu sagen, bei allem, bei aller Disziplin, die man absolut braucht im Bodybuilding, du brauchst trotzdem wie in allen Bereichen die Leichtigkeit des Tuns. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Und wenn du krampfhaft und zu diszipliniert versuchst zu sein, diese zu verkrampfte, dann wirst du auf Dauer keinen Erfolg haben. Und das kannst du auch wieder auf alles übertragen. Und das ist halt dann ganz schwer da zu sagen, die Grenze, wie viel muss jemandem zumuten, was muss er bringen, was braucht er aber auch für Auszeiten. Ne? Was Fakt ist und wo ich 100% überzeugt bin, kein Mensch wird besser, wenn er es mal übertrieben versucht, 365 Tage im Jahr Vollgas zu geben, alles zu 100% richtig zu machen. So wird man nicht besser. Das ist, glaube ich, schon das, was Bodybuilder ein bisschen lernen können müssen von anderen Sportarten. Weil wenn du beispielsweise einen Mannschaftssport hernimmst, da kannst du das gar nicht machen, weil da macht der Trainer die Vorgaben. Da heißt jetzt einfach, es sind 2 Wochen Trainingspause. Ja, dann gibt es halt kein Training. Oder es ist eine Sommerpause, eine Winterpause. Aber beim Bodybuilding, wo jeder ein bisschen so ein Einzelkämpfer ist oder in anderen Sportarten, wenn du in einem Leistungskader bist oder Olympiakader, da wird darfst du ja auch viel mehr Vorgaben. Aber beim Bodybuilding, ist das manchmal schon schwer oder die Grenze, wo du sagst, du musst manche Leute ein bisschen anschieben und manche musst du aber gleichzeitig ein bisschen bremsen, dass die nicht zu überpacen oder zu ehrgeizig sind, weil man dadurch mit Sicherheit auf Dauer keinen Erfolg hat. Das ist, glaube ich, die Kunst beim Bodybuilding, da nehme ich mich nicht aus in meiner früheren Zeit. Da hätte mal die ein oder andere Woche Trainingspause mit Sicherheit mehr gebracht. Aber du weißt ja, wie die Leute sind. Die wollen besser, besser werden, ist ja klar. Und was denkst du als Erster, wenn ich besser werden will? Ich muss trainieren, ich muss Gas geben. Aber das macht zu bestimmten Zeiten, ist das natürlich auch wichtig, aber es gibt natürlich auch andere Zeiten, wo man sagt, es gibt auch noch ein Leben neben dem Bodybuilding, was für die Psyche und auch, aber auch für den Körper unwahrscheinlich wichtig ist, um sich weiterzuentwickeln. Das ist aber alles ein Lernprozess. Kevin Brucker ist ja auch so ein Beispiel. Kevin muss sich auch öfter bremsen oder sagen, weil ich ja weiß, wenn du so einen Job hast wie er, läuft schon in der Arbeit fast 20.000 Schritte jeden Tag und da musst du die Leute dann eher bremsen und das ist aber auch nicht einfach. Also ich verstehe da die Leute auch, aber deswegen glaube ich, ist es gut, wenn die jemanden haben, der selbst das schon durchlebt hat, hat selbst viele Erfahrungen, weil den nehmen sie das eher ab, als wie wenn das vielleicht irgendjemand sagt. Jetzt hast du schon ein paar Athleten angeführt. Was macht denn für dich einen Ausnahmeathleten aus? Du hast ja sicherlich sehr, sehr viele Athleten im Coaching begleitet, über die Jahre hinweg. Was macht die Athleten aus, wo du sagst, die sind außergewöhnlich? Ist es die Genetik? Ist es das Mindset? Ist es eine Kombination aus beidem? Ist es der Ehrgeiz? Was ist denn für dich meinetwegen so die Merkmale, die ein wirkliches Ausnahmetalent mitbringen muss? Ja, der perfekte Ausnahmeathlet ist natürlich der, der alles verkörpert, ne? Wo du sagst, der hat die körperlichen Voraussetzungen, also die Genetik und was aber auch eine Form von Genetik und Veranlagung ist, das ist das Mindset.
Das kannst du ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt lernen. Es gibt einfach Leute, wo man sagt, die haben die Genetik, aber die können das halt nicht, immer fokussiert zu arbeiten. Die gibt es natürlich genauso. Und wenn du jemanden hast, der alles vereint, dann ist es natürlich ein Volltreffer. Da gibt es aber, glaube ich, gar nicht so viele. Ich weiß jetzt von an, ich kann es nur von eigenen Athleten ja beurteilen. Von anderen weiß ich es nicht, weil du nie genau weißt, was die machen. Aber wenn jemand natürlich die Genetik mitbringt, das Mindset, wo natürlich auch dazu gehört, Ehrgeiz, Disziplin, Beständigkeit über Jahre hinweg, dann ist das natürlich perfekt. Aber da muss man sagen, das ist dann das, was oft die Spreu vom Weizen trennt, weil da gibt es auch nicht so viele. Und Genetik, du kannst das ja immer weiterspulen, das Ganze. Es gibt genetisch Top-Athleten und selbst dann findest du hier oder da eine Schwäche, wo du sagst, da ist halt genetisch nicht so veranlagt. Also wahrscheinlich so den hundertprozentigen, das hundertprozentige, den hundertprozentigen Ausnahmeathleten, den wird es in der Form so nicht geben. Ne? Und wie gesagt, Genetik, nehmen wir jetzt beispielsweise Tim her. Der Tim hat ja eine Bombengenetik auch für Muskelaufbau. Ja, da sind nicht die Top-Genetik für die beste Struktur der Symmetrie. Das kannst du nicht beeinflussen. Aber er hat ja eine brutale Genetik, um Muskeln aufzubauen. Er hat ein brutales Mindset. Also eins der besten, was ich kenne, muss ich wirklich sagen. Vor allem über so einen langen Zeitraum zu Diäten fokussiert zu bleiben, das können nicht viele. Ja, aber das sind eigentlich die Punkte, die den Ausnahmeathleten auszeichnen. Das muss man ganz klar sagen. Und der wahrscheinlich das über einen längeren Zeitraum am besten gebacken bekommt, das sind halt die Leute, die ganz weit vorne dabei sind. Ich sage immer, wenn du jetzt mal die absolute Weltspitze schaust, eine Genetik haben wir alle. Also wenn jemand da keine gute Genetik hätte, dann wäre er nicht ein guter Profi. Ja, oder wenn du jetzt die absoluten Top-Leute hier nimmst, an Hardy, an Derek Lunsford und an Samson Dauda, würde ich aber dann schon sagen, wenn du jetzt mal die drei vergleichst, die haben alle eine super Genetik, ein bisschen auf unterschiedliche Art und Weise. Der eine ist mehr Symmetrieathlet, der andere baut vielleicht noch mehr Muskeln auf. Aber ich glaube jetzt in dem Fall, dass zum Beispiel halt ein Derek Lunsford und ein Hadi Chopin gegenüber einem Samson Dauda das bessere Mindset haben. Von der Arbeitsweise vielleicht eine Diät durchzuziehen, deswegen sind die auch in Form und der Samson Dauda vielleicht nicht so, ist jetzt meine Vermutung. Weil ich glaube, der lebt dann oder verlässt sich manchmal vielleicht zu sehr auf die Genetik. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, dass die Geneten manchmal, wenn du die zu sehr lobst, dass die dann sich zu sehr auf die Genetik verlassen und in manchen Dingen ein bisschen das Schludern anfangen. Das hat da manchmal dann schon auch, ne? Das ist ganz witzig, du spielst ja auch Tennis und es gab mal eine Untersuchung, wo sie geguckt haben, was macht wirklich die Top 1% der Tennisspieler? Weil trainieren tun sie alle, einen Ball treffen können sie auch alle. Was macht da den Unterschied? Und die haben alles untersucht, Trainingsparameter, Ernährung und so weiter. Und im Endeffekt war nachher der Unterschied, den sie gefunden haben, die Art und Weise, wie sie mit sich selber reden während des Spiels. Du kennst die Leute, die verlieren 2 Punkte in Folge und die hauen den Schläger schon auf den Boden und die Ja, sind sauer. Und dann kennst ja. du, und bei den Top-Prozent war es halt immer so, okay, nächsten Punkt hole ich, das ist meiner. Den haken wir ab, der nächste ist meiner. Und diese Einstellung, ich glaube, die ist auch so ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel den Hardy siehst, mit was für eine Einstellung der gerade ins Training geht oder wie der auch mit seinen Konkurrenten redet, da weißt du, der wird auf jeden Fall sein Endlevel bringen, diese Genau. Olympia. Genau. Und das hat mit Sicherheit ein Samson Dauda also nicht. Das ist sowieso psychische Sache alles, ne? Das ist ja was inzwischen auch absolut oder jetzt schon länger, ist aber mit Sicherheit noch Spielraum im Leistungssport angekommen ist. Das hat man vielleicht früher ein bisschen belächelt, aber dass Leute einen Mentaltrainer haben, ne, oder so, das ist unwahrscheinlich wichtig, weil letztendlich, wenn der Kopf nicht passt oder die Einstellung, beim Bodybuilder ist es dann auch so, dann funktioniert irgendwann der Körper auch nicht. Das wird jeder vielleicht schon mal festgestellt haben, wenn Leute Wettkampfvorbereitung machen, zum Beispiel auch, ne? Oder wenn es jetzt auch im Aufbau bist. Und du hast ständig im Hinterkopf auch Stress, Dinge, die du verarbeiten musst, dann wird das nichts werden. Also ich habe auch schon Athleten gehabt, wo ich gesagt habe in der Prep, wenn das jetzt nach mir, ich kann es nicht bestimmen, letztendlich ist deine Entscheidung, aber ich gebe dir den Rat, hör mit der Diät auf, weil dein Körper nicht funktioniert.
bring erstmal dein Leben in den Griff. Ne? Der eine hat beruflich Stress, privat und so. Wenn das nicht passt, und das ist ja bei jedem anderen Sport auch so, wenn der Kopf nicht passt, kannst du keine hundertprozentige Leistungsfähigkeit bringen. Und das ist, wo viele Leute immer denken, sie können irgendwie kompensieren. Jetzt haben sie da Stress, ja, was weiß ich, dann nehme ich was gegen das Cortisol und sonst. Nein, da musst du erstmal die Ursachen in den Griff bekommen, weil das der wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um auf Dauer erfolgreich zu sein. Also, das ist absolut so. Und ich glaube, oder bin auch hundertprozentig überzeugt, auf so einem Level, wo die ja alle wirklich eng beieinander liegen, da wo jeder versucht, in allen Richtungen das Maximum auszureizen, da ist das mit Sicherheit ein Punkt, der am Ende ausschlaggebend sein kann oder ausschlaggebend sein wird mit, absolut. 100%ig. Jetzt hast du schon die drei Protagonisten da angesprochen. Die Frage käme zwar ja später, aber hau mal deine Top 5 in der Open Class für eine Mr. Olympia raus. Also ohne bestimmte Reihenfolge jetzt. Nee, 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 ich will eine bestimmte Reihenfolge. Okay. Also meiner Meinung nach, also für mich ist der Hardy der beste Bodybuilder. Für mich, ich hätte der Hardy auf 1, Derek Lans vor 2, Samson Dauder 3. So, dann wird es eng. Dann hast du ein paar Athleten. Wenn er richtig in Topform kommt, Andrew Jackt, hätte ich noch weit vorne. Und dann, nicht weil ich, also was heißt, ich bin kein Fan von ihm. Ich muss meine Meinung ein bisschen revidieren. Als ich ihn das erste Mal jetzt dieses Jahr live gesehen habe, war ich trotzdem beeindruckt von ihm. Auch wenn ich vielleicht seinen Körpertyp nicht unbedingt mag. Aber der hat eine Aura auf der Bühne, das habe ich selten erlebt. Das ist Nick Walker. Okay. Da gehen wir d'accord. Ich glaube, ich habe genau so getippt. Er hat mich echt extrem beeindruckt dann, wie der so auf der Bühne ist. Und der hat zum Beispiel auch das Mindset von dem, obwohl ich ihn jetzt nicht persönlich kenne, aber wenn du den schon anschaust, wie der sich hinter der Bühne verhält und so, der hat ein brutales Mindset. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Und auch, wenn man mal so seine Texte liest und so, das habe ich am Anfang, muss ich sagen, habe ich das unterschätzt, aber wenn deine ganze Philosophie und wie der spricht, finde ich den vom Typ her richtig stark. Okay, Manu, dann sind wir mit den ersten beiden Blöcken durch, nämlich über dich und deine Athleten gesprochen. Jetzt kommt der dritte Block mit ganz, ganz vielen diversen Fragen. Und ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu gruppieren. Und der erste Block wäre deine Meinung zu, und dann folgt ein Stichwort. Und vielleicht können wir das, um einfach möglichst viel abzudecken, so machen, dass du das Ganze in Gut. 1 bis 5 Sätzen oder so pro Thema Okay, ich behandelst. versuche es. Ich Okay. probiere es auch. Wenn du möchtest, reden natürlich mehr, aber wenn du sagst, okay, das versuchen wir möglichst prägnant zu machen. Erste Frage, deine Meinung zu Schweinefleisch? Absolut gut mit einbauen. In eine gesunde oder bodybuildergerechte Ernährung. Spricht nichts dagegen. Okay. Deine Meinung zu Metformin? Macht in einigen oder manchmal sogar vielen Fällen Sinn und eins der best erforschten Arzneimittel überhaupt. Okay, das ist dann gut. Ja, gut, ja. Ja. Okay, hier kannst du vielleicht ein bisschen mehr ausholen, aber deine Also Meinung zu Peptiden und dass sie gerade so viel auf Instagram beworben werden? dass sie so viel beworben werden, finde ich erschreckend. Vor allem, wenn man weiß, was das für denjenigen, der das bestellt, für Folgen haben kann. Ja, nur weil was vielleicht sogar der Besitz erlaubt ist, ist das trotzdem strafbar, das zu bestellen. Ist mir zu sehr mittlerweile Peptide helfen gefühlt gegen alles. In die Richtung geht es aktuell. Ne? Bekomme die Anfragen auch immer wieder, egal wenn Leute Verletzungen haben, TB500, BPC157. Kann hilfreich sein, ist aber definitiv, sind das keine Wundermittel. Ja, und so ungefähr jemand hat einen Bandscheibenvorfall und meint, er spritzt jetzt TB500 und BPC und damit ist das Problem gelöst. Nein, wenn ihr Probleme habt, diverse Verletzungen, sonst was, immer erstmal die Ursache, das ist ein genereller Punkt, das trifft auf alles zu, immer erstmal die Ursachen abklären und was man dagegen machen kann und nicht blindlings jetzt irgendwelche Peptide spritzen und damit denken, damit ist alles gut. Also so läuft das nicht. Das ist mir inzwischen
zu sehr verallgemeinert das Ganze. Gibt interessante Sachen, aber für mich inzwischen überbewertet. Okay. Deine Meinung zu dem Level des heutigen Olympia-Lineups. Waren die früher besser oder ist das heute schon ein ganz gutes Niveau, was da gezeigt wird? Es ist ein super Niveau. Das Niveau ist besser geworden wieder, wenn ich mal ganz kurz ausholen darf. Ja. Weil das wird manchmal auch gesagt, ja, der Tim war ja schon vor 3 oder 4 Jahren mal Zweiter oder so, ne? Sag ich, ja. Fakt ist aber, da werde ich mir dem auch recht geben, dass ein Tim jetzt deutlich besser ist als vor 3 oder 4 Jahren. Das Bodybuilding war vor einigen Jahren mal so, da habe ich selbst gesagt, boah, das wird echt schlecht im Offenen, ne? Da kommt gefühlt nichts nach. Von den Alten haben ewig viele abgehört. Jetzt kommen sehr, sehr viele Top-Leute nach. Also es ist ein sehr, sehr starkes Niveau. Und trotzdem bleibe ich dabei und sage, eine Ära, wo ein Coleman und Co. dabei waren, auch ein Phil Heath damals, wenn die alle noch dabei wären, würden die Top 6 bei der Olympia heutzutage ganz anders aussehen. Und wäre diejenigen, die jetzt ich in der Top 3 genannt habe, die wären nicht in der Top 3. Dabei bleibe ich. Also das Niveau ist Bombe. Ich finde auch in den letzten Jahren mit das Beste wieder, absolut. Also hat sich sehr, sehr stark entwickelt wieder. Aber es gab auch schon noch bessere Zeiten. Ja. Und wir haben ja keinen so einen Ausnahmeathleten wie ein Verlief, der alles dominiert, ne? Muss Genau. man auch dazu sehen. Das ist das Nächste. Es gibt diese Ära, sage ich jetzt mal, die wird es nicht mehr geben. Na, wie das jetzt ein Phil Heath war und Ronnie Coleman, die da 7 oder 8 Titel in Folge gewonnen haben, das wird es nicht mehr geben. Deine Meinung zu Süßstoffen? Solange man das nicht übertreibt, absolut in Ordnung. Aber viele übertreiben sollen inzwischen. Jetzt ist halt die Frage, was ist denn noch ein gesundes Maß? Weil, wenn du mal Ja. guckst, im Endeffekt ist mittlerweile überall Süßstoff drin. Wenn du morgens deine Ja. EAAs trinkst, hast du Süßstoff mit drin. Dann trinkst du dein Whey, da ist Süßstoff mit drin. Dann trinkst du Ja. vielleicht noch ein Glas Cola, da ist Süßstoff mit drin. Reicht es das schon? Oder weil, was ist denn jetzt genug und was ist nicht genug? Weil im Prinzip haben wir den ganzen Tag Süßstoff um uns rum. Ja, das ist halt ganz schwer natürlich zu sagen, weil wie du sagst, es gibt ja dann auch noch klassisch die Leute, die mehr Süßesser sind, ne? Die dann noch ihren Reisbrei wieder mit Whey oder mit Fleischpulver und so machen. Dann musst du irgendwann schon sagen, das ist einfach too much. Und das ist natürlich auch immer abhängig, wenn Leute dann plötzlich sagen, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe öfter mit Darmprobleme und sonst was, natürlich so schon sagen, mach mal deinen Süßstoffkonsum, schreib den mal runter. Also ich bin weit weg davon, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, Süßstoff irgendwie richtig potenziell gesundheitsschädlich, wobei, wenn der Darm mal nicht mehr gut ist, ist natürlich auch scheiße. Aber du hast schon recht, durch das, dass inzwischen viele Supplements und vor allem bei manchen, wo ich mir denke, das braucht man doch auch nicht alles mit Geschmack, da muss man sich manchmal schon überlegen, würde man nicht manche Sachen dann eher neutral machen, ne? Und nicht ständig das Süßzeug konsumieren oder muss es in jedem Quark oder sonst was nochmal hier ein Fleischpulver sein und da. Andererseits gibt es auch Zielgruppen, musst du sagen, da ist das trotzdem noch tausendmal der bessere Weg, als wie wenn du irgendwas dann mit Zucker ständig reinschaufeln. Ne? Schwer zu beantworten, die Frage. Man muss einen gesunden Mittelweg finden, aber du hast generell recht, durch das es heutzutage alles Mögliche an Zero gibt, haben die meisten mit Sicherheit einen zu hohen Süßstoffkonsum. Ja. Es gibt ja auch mittlerweile alles mit Geschmack, ne? Wie du sagst, dann gibt es dann den Proteinjoghurt, dann gibt es den Quark mit Ja. Geschmack, den Joghurt mit Geschmack. Ja, und selbst wenn du so banale Sachen nimmst, selbst was weiß ich, Kreatin, Kollagenpulver oder sonst was, das brauche ich doch nicht mit Geschmack alles. Aber das ist halt das Problem, es gibt alles mit Geschmack inzwischen und viele greifen halt auf alles zurück, was dann einen Geschmack hat irgendwie. Das ist irgendwann natürlich schon too much. Okay. Deine Meinung, da haben wir schon ein paar abgehalten, das ist ganz gut. Deine Meinung zu den Grundübungen Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeuge? Also Fakt ist, differenziert, für einen Bodybuilder ist keine dieser Übungen für mich eine Muss-Übung. Also sogar von den dreien noch ist Bankdrücken für mich die allerüberbewertetste Übung. Für einen Bodybuilder. Ist klar, ne? Nutzen-Risiko, Bankdrücken steht für mich in Nullverhältnisse. Nahezu alle, die sich die Brust abgerissen haben, haben das beim Bankdrücken gemacht. Zig bessere Übungen, die wenigsten werden durch Bankdrücken eine dicke Brust aufbauen. Klar hat man es früher gemacht, es hat keine Ausweichmöglichkeiten gegeben oder nicht viele,
Heutzutage würde ich keinen mehr, oder ich habe das bei keinem in irgendeinem Plan drin, dass er Bankdrücken macht. Kreuzheben ist eine tolle Übung, ist aber, wie gesagt, für mich auch keine absolute Muss-Übung. Kniebeugen muss man ein bisschen unterscheiden. Ich finde, also was elementar ist für jemanden, ist definitiv eine Kniebeugebewegung. Aber ob das jetzt Kniebeugen sind oder eine gute Kniebeugenmaschine oder eine Hexquad. Und trotzdem würde ich beispielsweise einem Anfänger einfach mal lernen, wie man eine richtige Kniebeuge macht. Weil wenn jemand gesund ist, ist ein Anfänger, ist eine Kniebeuge von der Ausführung her, das ist eine ganz natürliche Bewegungsform. Und um das mal zu erlernen, würde ich das, also würde ein Anfänger erstmal eine freie Kniebeuge lernen, bevor ich den beispielsweise eine Hackenschmidt mit reinstelle. Aber Fakt ist, dass keine Übungen sind, wo man sagt, das muss man jetzt ein Leben lang beibehalten und immer damit schwerer trainieren, um besser zu werden oder Muskeln aufzubauen, weil dann kann oder wird das vielleicht irgendwann mal sein, dass die Verletzungen vorprogrammiert sind. Das ist halt einfach so, ne? Gut. Letzte dieser Kategorie, deine Meinung zu den ganzen Gesundheitssubs? Super Sache erstmal. Gibt sehr viele gute Sachen und gleichzeitig ganz klar, viele Gesundheitssubs können kein Medikament ersetzen. So einfach kann man sagen. Oder andersrum auch, was man noch sagen kann, Gesundheitssubs sind ersetzen kein Blutbild oder keine Untersuchung vom Arzt. Ich habe auch immer so oft das Gefühl, da werden halt dann die verschiedenen Gesundheitstabs reingeschmissen und man fühlt sich so auf der sicheren Seite. Genau. Ne? Richtig. Also wie gesagt, generell gut, weil es wirklich einige tolle Sachen gibt, aber geh mir auch zu sehr in die Allgemeinrichtung, genauso wie du jetzt gesagt hast, das nehme ich jetzt mal und dann ist alles gut. Also das ist ein absoluter Trugschluss. Gibt es denn trotzdem Supplements, wo du sagst, die sollte jeder Athlet oder jeder Mensch vielleicht auch drin haben? Ja, es gibt eigentlich einige. Ich meine, das kannst immer, es ist immer schwer zu sagen, die Top 5 oder was weiß ich. Also was ich persönlich Leuten empfehle, das ist ein gutes Multivitamin. Muss ich aber auch sagen, ist in Deutschland schwierig, einfach nicht, weil wir zu blöd wären, einfach von der rechtlichen Seite. Einfach aus dem Grund, um so ein paar bestimmte, ja, Mikronährstoffe abzudecken, die ich einfach nicht alle einzeln nehmen brauche. Ich finde halt wichtig, eine adäquate Zinkversorgung, Vitamin B-Versorgung, insbesondere auch Folsäure. Sowas wie Jod, ganz stark unterschätzt. Jod, Selen, das sind wichtige Sachen. Und in einem guten Multivitamin ist das schon mal alles abgedeckt. Ne? Dann sollte eigentlich jeder ein Vitamin D und K nehmen. Das aber immer auch abhängig, wie ist der Spiegel im Blut. Das ist auch sehr unterschiedlich von den Mengen her. Omega bin ich ein absoluter Verfechter. Ich finde Magnesium extrem wichtig. Magnesium zu nehmen, das wären jetzt eigentlich mal so für einen ganz normalen Menschen so die wichtigsten Sachen mit, wo ich jetzt sage. Und natürlich ganz spezifisch immer viele Dinge, aber das, je nach Alter natürlich auch, das kommt auch noch dazu. Aber das wären jetzt einmal so Elementarium, wie gesagt, mit einem sehr guten Multivitamin kann man da schon einiges abdecken. Aber es ist halt in Deutschland echt schwer. Deswegen empfehle ich da halt immer was anderes. Ja, aber das ist so ein Basic und die anderen Sachen, wo ich gesagt habe. Und dann eine Frage, die kam, glaube ich, viermal. Hast du so drei Lebensmittel, die jeder essen sollte, deiner Meinung nach? Drei Lebensmittel. Ja. Boah, drei, das ist schon natürlich sehr, sehr wenig. Ja, du kannst auch vier, fünf machen, also, aber so Lebensmittel, die wirklich in jeder Diät drin sein sollten, die vielleicht Leute nicht auf dem Schirm haben. Mit der Diät, meinst du? Generell. Also generell, Für gesundheitsbewusste Menschen. für gesundheitsbewusste Menschen. Also ich würde als Fettquelle, würde ich auf jeden Fall, was ich sehr wichtig und hilfreich finde, das ist Olivenöl. Auf jeden Fall, Olivenöl. Ich würde versuchen, irgendein Lebensmittel mit einzubauen, was in die Richtung geht. Natürliches Probiotika. Das ist sowas wie
Kefir, Milchsauer, vergorene Sachen, Kimchi, Kombucha, da gibt es ja viele Sachen, ne? Oder für die Veganer Tempeh oder sowas Fermentiertes, also als natürliches Probiotika. Beeren als Antioxidantien, ne? Beeren würde ich auf jeden Fall noch machen. Ich würde zwei oder dreimal in der Woche einen fettreichen Seefisch mit einbauen, auf jeden Fall. Das heißt jetzt Lachs. Lachs essen viele bei uns, oder wenn man jetzt mal die Südländer kennt, auf jeden Fall solche Geschichten natürlich auch wie Makrele, Hering, Sardinen, Sardellen, das ist alles super. Sowas würde ich mitmachen. Ja, das sind, wenn man jetzt mal sagt, so rein vom gesundheitlichen Faktor oder ernährungsphysiologisch wären das jetzt mal so wichtige Sachen für mich. Das, was ich selbst auch regelmäßig mache und wo ich den Leuten empfehlen würde. Super. Jetzt habe ich hier noch so ein paar Fragen zum Schluss, die so ein bisschen individueller sind. Wie gesagt, ich habe noch ganz, ganz viele andere, aber vielleicht kann ich mir nochmal so drei rauspicken, wo du vielleicht nochmal so deine Expertise einfließen lassen kannst, und dann müssen wir einfach nochmal eine zweite Folge machen, weil jetzt irgendwie auf Darmgesundheit einzugehen, ich glaube, es würde den Rahmen sprengen wieder. Hier fragt einer, sein Cystatin C ist minimal außerhalb der Referenz, also zu hoch. Ist das schon bedenklich oder kann er einfach weitermachen? Also ich muss sagen, was Nierengesundheit angeht, da bin ich immer ja, vorsichtig oder hellhörig. Weil man weiß, Nieren, wenn die Nieren halt mal die Grätsche machen, ist es fatal. Ne? Sag mal, ich mache mir nie so Gedanken, wenn man jetzt mal sagt, die Leberwerte sind außer der Range oder deutlich außer der Range, dann muss man auch die anderen Geschichten betrachten. Aber bei den Nieren ist es so, wo ich sage, da würde ich auf jeden Fall nachhaken. Eventuell auch einen Nephrologen aufsuchen. Der wird dann vielleicht auch mal so Sachen machen wie Sammelurin und so weiter. Aber das ist immer was, was ich abklären würde. Das ist, du hast ja bestimmte Gesundheitswerte, wo man sagt, das ist bei einem Bodybuilder öfter mal außer der Range. Ne? Aber ich kann dir jetzt zum Beispiel sagen, auch wenn Leute wirklich viel Chemie benutzt haben, gibt es keinen Grund dafür, dass der schlechte Nierenwerte hat. Also bei Nierenwerten bin ich immer sehr vorsichtig und sage zu den Leuten auch, auf gut Deutsch, das Spiel mache ich so nicht mehr mit. Das klärst du bitte erstmal ärztlich ab. Ne? Also da bei anderen Sachen, wo dann vielleicht ein Arzt kommt und sagen würde, hier ihr Leberwert und so, sage ich, halt mal den Ball flach, das brauchen wir nicht so. Aber bei solchen Sachen würde ich da schon erstmal der Sache auf den Grund gehen. Woher kommt das auch? Muss ja nur sein. Also ich habe einen guten Bekannten von mir, das ist ein ehemaliger Bodybuilder, der ist Nephrologe. Wenn ich da manchmal, dann wende ich mich gleich an den und der hat mir zum Beispiel selbst mal gesagt, die meisten Leute, die er in Behandlung hat oder die anders beispielsweise irgendwann an der Dialyse sind, ein Großteil davon, das sind Leute, die jahrelang Bluthochdruck hatten. Ne? Deswegen sage ich ja immer, wenn auch Leute mich fragen wegen Nierensupplements, sage ich, pass auf, das Wichtigste und generell, nicht nur für einen normalen Menschen, für einen Bodybuilder noch viel mehr, oder kann man nicht sagen, viel mehr generell, sage ich, dein Blutdruck, der muss immer passen. Egal wie schwer du bist, sonst was, ansonsten muss der mit den Medikamenten eingestellt werden. Aber der Blutdruck, das ist ein lautloser Killer. Und der ist häufig verantwortlich dafür, dass bei Leuten irgendwann eine Nierenschwäche oder im schlimmsten Fall die Nieren die Grätsche machen. Also deswegen würde ich das erstmal abwehren, alles. Ja, wie gesagt, so eine Leber, die erholt sich ja wieder, ne? Aber wenn Ja. Nieren einmal kaputt sind, dann brauchst du Dann eine Transplantation. so ist es, dann ist halt Feierabend, ne? Dann sind die kaputt und deswegen muss man da schon aufpassen und soll da auf keinen Fall jetzt sagen, jetzt nehme ich irgendeinen Kidney-Support oder Astragalus und das wird schon. Ne? Also so bitte auf keinen Fall. Ja, hatten wir ja gerade, ne? Die Ja. Gesundheitssubs retten nicht euer Leben da. Weiterer, das ist auch für dich als Coach, glaube ich, ganz interessant. Da fragt jemand, er hat jetzt seine Prep durchgemacht und hat seitdem andauernd Binge-Eating-Anfälle und kommt da nicht wieder raus. Hast du irgendwelche Tipps für ihn? Hast du so als Coach die Erfahrung gemacht, dass Leute nach so einer Prep irgendwie in so eine, ja, Essstörung gerutscht sind und dann nicht mehr wieder rauskommen? Also ich persönlich habe es nicht. Ich habe sowas aber schon häufig gehört. Ich bekomme das manchmal mit bei meiner Freundin, die hat ja viele ganze Mädels eigentlich bei uns. Da rührt es aber häufig daher, muss man leider sagen, dass von den Coaches vorher sehr viel falsch gemacht worden ist. Wenn ich sehe, dass irgendwelche Mädels damit 800 Kalorien rummachen, dass denen alles Mögliche verboten wird, dann wundert mich das nicht.
Ja, also im Mädelsbereich gibt es das ganz häufig, dass die essgestört sind. Oder, also, ne? Und beim Bodybuilding manchmal halt auch bei Leuten, wenn die Diät einfach viel zu krass wird, wo ich manchmal auch sage, ich gehe unter eine bestimmten Kalorienzahl nicht, ansonsten müssen wir das etappenweise machen. Ne? Aber ich mache nicht auf Biegen und Brechen jemanden runterhungern bis zum geht nicht mehr, weil dann ist das vorprogrammiert. Und auch wenn du den Leuten nach einer Diät ist ja manchmal die Kunst zu sagen, die brauchen natürlich einen Fahrplan und gleichzeitig darf das auch nach der Diät nicht zu streng weitergehen. Muss denen das Gefühl geben, natürlich ganz wichtig, dass man auch da weiter gut zusammenarbeitet und das in den Griff bekommt. Ein paar Alternativen, wo man sagt, stell jetzt generell mal, geh mal weg von dem typischen Diätessen zu anderem Essen, was aber trotzdem keine Scheiße ist auf gut Deutsch. Ne? Wenn ich jetzt einfach mal sage, wenn du jetzt ganze Zeit Reis gegessen hast, Fleisch, Fisch, wir versuchen stepweise die Nahrung umzustellen auf gesunde Nahrungsmittel und gleichzeitig aber nach dem Wettkampf auch mal den Kopf ausschalten und sagen, ich gönne mir jetzt wirklich mal ein paar Dinge, worauf ich ständig Hunger hatte. Weil das ist manchmal auch ein Fehler. Die Leute wollen irgendeine Form halten noch und verbieten sich nach dem Wettkampf Dinge. Das geht bis zu einem bestimmten Punkt und irgendwann frisst du alles in dich rein. Darum sage ich nach dem Wettkampf, natürlich trotzdem ein bisschen mit Maß, ne, weil manche Leute, die könnten wirklich essen, bis die platzen, aber esse jetzt wirklich mal auf das, was du Hunger hast, wo du Appetit darauf hast, ohne drüber nachzudenken, du, das versaut mir jetzt meine Form, die Diät ist jetzt vorbei und danach versucht man aber wieder in ein System reinzukommen. Also das ist das, wo ich selbst bei mir damals immer am besten gefahren bin, weil ich habe das auch probiert, dann, du weißt, wie es ist nach dem Wettkampf, du musst noch gut aussehen und du schiebst es ja nur hinaus. Du kannst das irgendwann nicht mehr aufhalten. Das kippt irgendwann sowieso. Wenn man dann sagt, pass auf, ich gönne mir jetzt mal ein paar Tage was ich ständig schon essen wollte, meistens sind die Leute dann auch befriedigt und sagen, und jetzt stelle ich wieder um. Nicht wie vorher, sondern so wie ich gesagt habe, ich ernähre mich anders, aber mit gesunden Nahrungsmitteln. Beispielsweise anstatt Reis esse ich mal ein Vollkornbrot, anstatt Fleisch mache ich mir einen mageren Aufschnitt oder einen Hüttenkäse oder baue wieder mehr Milchprodukte mit ein oder da gibt es ja zig Möglichkeiten. Das ist eigentlich immer so das, was bei den meisten noch am besten funktioniert. Aber ganz wichtig, sich nicht nach dem Wettkampf erstmal alles verbieten, weil du zögerst es nur raus und machst es meistens noch schlimmer. Und A, du kannst die Form nicht halten und B, gesund ist es auch nicht. Ganz genau. Ganz genau. Man muss sich einfach, das ist natürlich gerade auch da wieder für Anfänger, ist das ja auch kein leichter Prozess, weil du hast jetzt ein paar Wochen einen bestimmten Look im Spiegel vor dir gehabt und plötzlich verändert sich der Look wieder, ne? Und du willst das nicht mehr hergeben, sage ich mal. Aber man muss das einfach sagen, das war jetzt der Wettkampf, das ist ja auch ein Ausnahmezustand und man muss von dem wieder loslassen. Und das ist, also wie gesagt, ganz oft bei Mädels ein Riesenproblem und ratzfatz sind die in der kompletten Essstörung drin. Gibt es leider sehr, sehr viele. Ich glaube, bei Männern auch, aber die reden weniger drüber. Richtig, die reden weniger drüber. Ja, sind wahrscheinlich nicht weniger, aber du hast recht, da wird das eher stillschweigend gemacht alles, ja. Hier fragt noch einer, er muss ständig nachts auf die Toilette gehen. Hast du Tipps? Ja, das ist natürlich auch. Also wenn das irgendwann, also wenn er natürlich jetzt die klassischen Faktoren hat, dass er abends trainiert, dann trinkst natürlich abends noch relativ viel, dann macht nach oben den Cortisolspiegel nach oben am Abend. Wenn man das jetzt mal alles aufschließt, ich würde irgendwann schon mal, wenn es jetzt, weiß nicht, ob es ein Bodybuilder ist oder nicht, ich würde irgendwann auch mal vielleicht auch, das weiß man ja nie, ist Einnahme von bestimmten Substanzen, würde ich irgendwann auch mal die Prostata abchecken. Ansonsten, man kann schon mal probieren, wie ist die Ernährung abends? Ist da genügend Natrium drin? Salz, baue ich vielleicht ein paar Ballaststoffe noch mit ein, die aber trotzdem nicht so schwer verdaulich sind. Das kann manchmal auch schon helfen, dass man nachts nicht so häufig zur Toilette muss. Also das wären jetzt mal so Ansatzpunkte, aber das andere, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Wie ist das Trinkverhalten am Abend? Wie ist die Ernährung am Abend? Und die anderen Geschichten halt, ne? Ja, Leute, die haben dann mit der Prostata eventuell Probleme.
Da müsste aber natürlich auch ein Arzt dann abklären, was man da auch nicht medikamentös machen könnte. Gibt es auch Möglichkeiten. Aber ich will jetzt mal schauen, kann ich tendenziell abends vielleicht ein bisschen weniger trinken? Wie gesagt, trainiere ich spät am Abend, kann ich das eventuell vorverlegen? Und wie ist die Ernährung abends? Brauche ich da mal ein bisschen extra Salz noch mit rein oder ein paar Ballaststoffe? Das probiere ich jetzt mal vorgehen. Alright. Gut, wir haben noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich würde langsam mal zum Ende kommen. Aber eine fand ich noch ganz cool. Und zwar, hast du irgendwann mal ein Buch geplant, dein ganzes Wissen niederzuschreiben? Ich hab sogar mal Gedanken daran verschwendet. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich hätte momentan überhaupt keine Zeit und Muße. Ja. Wobei Zeit ist ein absoluter Luxuszeit. Ist ja wirklich der Luxus schlechthin Zeit. Und da bin ich auch ein bisschen, ich bin ja ein Mensch, mir ist die Freizeit sehr, sehr wichtig. Also deswegen ist zum Beispiel bei mir, was Coaching und so angeht, könnte ich noch viel mehr machen, will und brauche ich aber nicht, weil ich da keinem neidisch bin, der 24/7 und wo nur noch auch am Wochenende beschäftigt ist. Nein, ich habe inzwischen den Luxus, also seit vielen Jahren, ich arbeite am Wochenende in keinem Studio mehr. Ich will da einfach auch mal den Luxus haben zu sagen, ich mache mal nichts. Ich bin wirklich so, ich kann mich auch mal zu Hause hinsetzen und kann auf blöd Deutsch eine Stunde auf die Decke schauen. Ich kann das. Viele Leute können das nicht mehr. Muss man manchmal vielleicht wieder lernen, auch mal nichts zu tun. Und wenn ich jetzt da ein Buch schreiben würde, da wüsste ich jetzt, das wäre ein Riesenprojekt, da wäre ich Tag und Nacht, weil ich bin dann so, wenn ich was anfange, ne, dann muss ich das bis nachts arbeite ich an Sachen, weil sonst kann ich nachts wieder nicht mehr abschalten und war, das wäre für mich fatal. Also deswegen wird es das wahrscheinlich so schnell nicht geben. Da muss es halt mehr Podcasts geben. Und ich freue mich, wenn du auf jeden Fall mal in die Massenkonferenz reinkommst. Oder wenn wir auch mal hier wieder eine Folge aufnehmen, weil du bist einfach ein wandelndes Lexikon und dein Wissen muss verewigt werden. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Sehr gerne. Wenn man dich irgendwie unterstützen kann, dann hau das bitte jetzt hier nochmal raus, weil das hast du dir auf jeden Fall verdient. Du, ich bin weder jetzt jemand, der da irgendwie groß mit Rabattcodes. Ich habe keinen YouTube-Kanal, weil das war auch, bin ich halt schon so immer. Ich muss nicht im Vordergrund stehen, will ich auch nicht. Das ist auch bei den Athleten so. Ich schaue, dass ich mein Zeug mache, dass wir gut zusammenarbeiten. Ich freue mich natürlich über ein Feedback jederzeit. Freut mich genauso. Ne? Genau, könnt ihr gerne das reinschreiben oder kommentieren oder wenn euch sonstige Dinge noch interessieren. Aber ansonsten brauche ich jetzt dafür nichts Werbung machen. Perfekt. Gut, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine große Freude und große Ehre. Es tut mir leid an alle, die ihre Fragen heute nicht losgeworden sind. Hoffe, wir haben trotzdem eine schöne Mischung aus interessanten, persönlichen und auch wissenschaftlichen Gesprächen geführt. Und wenn ihr Manuel wiedersehen wollt, haut es in die Kommentare. Und ich glaube, dann machen wir irgendwann nochmal eine Fortsetzung, oder? Fest versprochen. Also das machen wir hundertprozentig. Hat Freue Spaß ich mich. gemacht und ja, die Zeit nehme ich mir dann gerne. Also das machen wir auf jeden Fall. Perfekt. Dann danke euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr die Folge so anschiebt und teilt. Wenn ihr doch mal nur unterstützen wollt, ich glaube, der Code Bauer gilt bei Bodyshake. Ist das richtig? Den gibt's, ja. Also das kann man ja natürlich gerne machen. Ich habe Okay. jetzt sogar mein Rabattcode war, glaube ich, immer Bauer. Ja, also da macht man nichts falsch mit Bauer. Okay. Aber genau. Und ansonsten folgt dem guten Mann auf Instagram. Der ist eine Riesenbereicherung für die deutsche Bodybuilding-Szene. Und wenn ihr vielleicht auch mir und Manuel einen Gefallen tun wollt, dann unterstützt unsere Athleten doch einfach mehr, statt irgendwie denen zu schreiben, dass sie mit ihrer Karriere an den Nagel hängen wollen. Das würde uns beiden sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall, ja. Danke euch fürs Reinhören. Bildet euch breiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.